Endlich. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Feuer. Heute zu Gast Comedian, Durchstarter, ich möchte sagen Tanztalent. Endlich ist er da, Toni Bauer. Ein wunderschön. Es geht. Schön, dass du da bist. Wir mussten uns, bevor die Kamera gelaufen ist, schon arg beherrschen, nicht in ein Gespräch zu kommen. Ja, Mann. Weil man hat sich, glaube ich, längere Zeit auch nicht gesehen und man kann mit dir immer gut reden. Du bist einer, kennst du das, wenn du so irgendwo eine Mixshow hast, du hast so ein Line-Up und siehst so ein paar Namen, denkst du so, ah nice, jetzt sehe ich den auch mal wieder. Ja, voll. Das hab ich bei dir immer, weil ich mir denke so, man, nice, Alter. Erstens, man sieht geile Comedy und zweitens, man hat geilen Backstage-Talk und bist einfach so eine coole Socke, mit der man auch gerne redet so. Danke, Alter. Ey, Samuel, von dir zu hören ist Killer. Ich schwöre. Ja, das ist auf jeden Fall selten, safe, aber ist dann auch immer ernst gemeint. Und ich muss natürlich dazu sagen, eigentlich könnte ich auch wirklich böse sein gerade, weil angedacht war 13 Uhr. Wir haben jetzt 14.35 Uhr, aber Toni hat es sich nicht nehmen lassen, auf der Hinfahrt noch ein paar Kekse, Minis zu besorgen, wo drauf steht, entschuldige die Verspätung. Also das ist wirklich, da kann man auch nicht böse sein. Deswegen danke dir auf jeden Fall vielmals dafür. Die stehen hier neben dem Budweiser, neben dem Hauptsponsor. Budweiser, das beste Bier. Stark. So baue ich meine Werbung ein. Wo kommst du gerade her nochmal? Aus Hamburg, Alter. Ja, Mann. Hast da Open Mics gespielt? Ja, Mann. Ich hab da. Wo warst du? Schnack, Moin? Schnack war ich, dann war ich Reeperbahn auch. Da war ich noch gar nicht. Ist gut? Boah, Bruder, Legende. Ja? Open Mic oder Mixshow? Open Mic, Bruder. Aber es ist unfassbare Stimmung. Sofort. Du gehst rein, sofort Stimmung. Okay. Also wenn du ein bisschen weißt, was du zu tun hast, dann zerstörst du alles dort. Ja, ja. Was ist das für ein Raum? Der Raum hat richtig niedrige Decke. Eigentlich ist der so, wie Comedy sein muss. Bisschen dirty. Okay. Richtig niedrige also es Decke. Es wird warm, es ist laut. Es wird sehr schnell warm, sehr schnell. Gute Akustik und du hast nur so einen Schlauch, weißt du? Er geht nur bis nach hinten. Okay. Du hast jetzt nicht ich bin so eigentlich kein Schlauchfan, ey. Echt nicht? Nee. Also ich bin schon so Carré. Ja, okay. Ja. Wie viele Leute passen rein? Ich glaube 100, 150 oder was? Ja, okay, dann ist jetzt nicht so der längste. Dann ist nicht so lang, ne? Okay. Du kannst da, also ich würde sogar behaupten, sorry Lennart, Alter, aber das ist krankere Stimmung als Adina, Alter. Ja? Ja, ja. Aber Adina finde ich jetzt, die Shows sind geil, aber der Raum ist jetzt nicht geil. Ja, das ist mit den Glaswänden, das Hotel, ja, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ist jetzt nicht also prädestiniert, ne? Ich verwechsel auch immer Moin und Schnack. Ist Moin der im Tango? Ja, ja, da unten, wo die auch hier tanzen. Genau, aber der ist zum Beispiel geil. Ja, ja, der hat ja auch niedrige Decke. Genau. Der ist auch krass. Ja. Okay, da warst du jetzt, wie viele Mics hast du gespielt? Ich war 5 Tage dort und ich habe 21 gespielt. Okay, für die Leute, die jetzt keine Ahnung haben, das ist sehr, sehr viel. Du warst 5 Tage da und konntest am Tag 4-mal auftreten? Ja, ja. Wie geht das denn? Doppelshows? Und hin und her fahren? Hin und her fahren, Doppelshows spielen und dann immer gespielt, Ende, sofort nächste Show. Ich habe gar nicht, also sofort immer hin und her. Und den letzten Tag habe ich 40 Minuten dann noch gespielt. Okay, krass. Ja. Man muss dazu aber auch sagen, das sollte für jeden guten Comedian normal sein, der vor seiner nächsten großen Tour steht. Ja. Und das ist ja das Ding. Ich habe mir jetzt gerade mal, also meine Recherche besteht immer aus Bahnfahrt hierhin, kurz einmal Namen eingeben, bisschen so gucken. Ich muss jetzt nicht dein Leben recherchieren, dafür sind wir ja hier. Aber ich habe gesehen, einfach erstmal Glückwunsch, weil es einfach fast alles ausverkauft. Ja, Mann. Es ist ja krank und die geht einfach schon nächsten Monat los. Ja, ja. Ist das die erste Tour? Ja, ist meine erste Tour. Krank, Alter. Das boah, wie geil ist das? Ey, Samuel, ich wie check sehr selber. Freust du dich? Ja, unglaublich. Ich check selber nicht. Ja. Ich hatte Angst davor, dass so, weil ich erzähle ja über mein Leben. Ja, ja. Ne? Die erste Tour ist ja immer mit allem, was dir passiert ist, so mit den ganzen Fuck-Ups, die ganzen Steine, die im Weg waren und so. Ich weiß gar nicht, ob die erste Tour immer so ist, weil viele Comedians, du bist ja einer von den Comedians, die auch die nahbar sind und Real Talk Stories erzählen. Und es gibt ja Comedians, die einfach, keine Ahnung, irgendwas Lustiges erzählen oder so, keine Ahnung, andere Themen, aber wo man nicht das Gefühl hat, man hat den jetzt ein bisschen besser kennengelernt. Ja. Aber das ist bei dir ein bisschen anders, deswegen würde ich das gar nicht so pauschalisieren, aber du kannst jetzt auf den Fundus zurückgreifen von wie vielen Jahren? Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt? 2,5. Das ist krank, Alter. Ja. Was sind das für Locations? 300 bis 1000. Wo ist 1000? Borken. Okay, Borken hat nicht mal selber 1000 Einwohner. Ja, und ich habe da schon irgendwie 700 verkauft oder so. Wo ist Borken? Ist das NRW? Borken ist NRW, ja, Mann. Borken ist so, so Recklinghausen-mäßig da, so bei Dorsten und so ein Quatsch. Die haben eine 1000er-Location. Da ist 1000, Alter. Ich weiß auch nicht, anstatt so, keine Ahnung, irgendwie Dortmund oder so. Ja, weißt du, voll. Mach mal, ich hab so, gesehen, wir schicken den Dortmund. Doch, Düsseldorf ist auch drauf.
Ja, du hast alle A-Städte und dann, wie viele Termine sind das so, 20? 36. Das sind 36? Ja, ich spiele 4 Tage, 3 Tage Pause. Ich würde sagen, 4 Tage ist auch das Maximum. Ey. Ja, ja, mehr hätte ich auch nicht gemacht. Dann macht es auch der keinen Spaß mehr. Ja, nee, da macht es keinen Spaß mehr. Boah, krank, Alter. Boah, du bist an der aufregendsten, du bist gerade jetzt in der aufregendsten Zeit deiner Karriere einfach. Ja, ja, voll. Ey, sag mal, das meine ich, check gar nichts. Ja. Ich verstehe, es ist wie so ein Strudel gewesen, der so, das kommt auf dem, das kommt auf dem. Ja. Und eigentlich bin ich immer genau der gleiche, der ich halt bin, so. Ich habe mich jetzt für nichts irgendwie verändert. Ja, aber das ist ja das Geile. Ja. Weil es gibt ja so, also es gibt, du bist ja von Natur aus eine Marke. Danke. So wie du aussiehst, wie du redest, mit deiner Story noch, dann mit dem Talent noch, weil ich dachte mir so, Dicker, Let's Dance ist so peinlich. Dann habe ich das gesehen, dachte ich mir so, nee, Mann, das passt. Ja. Und du kannst das auch noch ein bisschen. Was ist denn da los, Alter? Ich habe keinen Bruder. Dicker. Kennst du noch Delta Duisburg von damals? Nein, ich. Als Düsseldorfer gehe ich. Ja, okay, entschuldige. Ja. Aber du, so Diskothek, das war meine Tanzerfahrung mit Glas in Hand, so, weißt du, so rumschlendern, Baby, wie geht's dir und so. Aber. Und auf einmal kann ich diese Cha-Cha-Cha. Du hast einfach Talent. Ja, ich weiß auch nicht, das letzte Klumpen Knete aus meinem... Du hast ein Bewegungstalent einfach. Es war unglaublich. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Ja? Ja, glaube ich. Also ich habe auch so, wem habe ich das nochmal geschickt? Ich bin ja auch so, du kennst mich ja, ich bin ja ein Hater, ne? Ja, ja. Also ich versuche mal, also ich mache mich ja lieber lustig, als dass ich jemand nur gut rede. Da hat mir irgendjemand den Clip, hast du schon von Toni Bauer gehört? Ist so, nee, was? Meint ihr so, Let's Dance? Ist so, erstmal so, boah, nee, Alter. Weil Comedy ist so, soll ja auch cool sein und so, und Let's Dance ist halt nicht cool. Und dann habe ich diesen Clip gesehen, wie der so alle in so einer Reihe stehen und man kommt so nach vorne und macht so eine Pose und ich dachte mir so, das passt voll. Ja. Also das ist, weil du aber auch auf der Bühne jetzt nicht so ein gezwungen cooler Typ bist, sondern du bist ja auf der Bühne auch lustig, albern, du nimmst dich selber zu ernst, du lachst viel, dann passt das ja voll da rein. Ja. Ich habe es natürlich überhaupt nicht verfolgt, weil ich halt, glaube ich, auch gar keinen Fernseh gucke, aber Let's Dance ist ja, soweit ich weiß, irgendwie, wie viele Pärchen sind das am Anfang? 8? Du hast 8 Pärchen, genau. Und dann gibt's so bis zum Finale? Bis zum Finale. Einer fliegt pro Woche raus? 14 Wochen gibt's, ja. Das heißt? Nee, in einer Woche fliegen 2 raus. Okay. Es gibt zwischendurch so Challenges und sowas und dann fliegen dann mal 2 raus oder da mal keiner und dann da 3 und so. Aber du musst dann innerhalb von so 1-2 Wochen einen ganz neuen Tanz lernen, den du noch nie gelernt hast. Und du kannst ja auch nicht tanzen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Und es war ehrlich. Also zumindest auch nicht so. Ja, selbst wenn du so ein bisschen auf Hip-Hop tanzen kannst, kannst du ja jetzt keine Schritte. Auf einmal Standard. Ja, ja. Es war anders, ne? Ja. Es war wirklich, es war. Und das Problem ist, irgendwie, erster Tanz war so Cha-Cha-Cha, ne? So ein Standard-Latein-Tanz, so. Und ich habe die Choreo gesehen, weil die Profis machen. Das ist auch Fußarbeit des Grauens. Ja, ne? Unfassbar. Und du musst so gerade Haltung haben und so. Ja, Hals, heutzutage noch eine gerade Haltung. Gibt's niemand, gar nicht mehr. Bruder. Ja. Alles so. Die haben, meine Tanzpartnerin hat mir so Stock einfach hinten in mein Rückgrat und hat gesagt, tanz und so. Okay. Es war auch hart anstrengend. Wir haben jeden Tag. Musst du nicht, hast du einen Muskelkater gehabt, das Grauens? Ja, du hast richtig. 12 bis 14 Stunden jeden Tag. Für die Choreo. Crazy, das ist schon, Alter. Das ist unfassbar. Aber jetzt kommt bei mir natürlich direkt wieder dieses, also wenn die dich so lange, also wenn dich erstmal anfragen, ich habe keine Ahnung, wie die auf dich gekommen sind, aber es war eine gute Wahl von dem, weil es war ja anscheinend erfolgreich. Dann, es war die erfolgreichste Staffel jemals. Das lag auch mit an dir? Ja. Wer war noch dabei? Kennt man da jemanden? Stefano Zarella? Der Bruder von Giovanni? Der Bruder von Giovanni, genau. Der mit hier Serda Karibik auch ja, diese Clips genau. Okay. Der mit Serda Karibik, Sophia Thiel, die fetten Fitness-Influencerin. Die kenne ich nicht. Dann war Bion. Kenne ich auch nicht. Was macht der? Der macht so Motivation. Okay. Wen kennt man? Eva Pattberg. Ehemalige Model? Ja. Okay. Detlef die Soest, der war auch am Start. Aber der hat sich das beibringen lassen. Ja, der wurde geführt. Ja, ja. Detlef die Soest wurde geführt. Boah, wie schwer ist das denn, Alter? Ja, Mann. So, wen gab's denn noch? Dann Gabriel Kelly, das ist so der Neffe von Joey Kelly. Okay. Der hat gewonnen übrigens auch. Ja, aber dann musste er krass tanzen können, weil der hat ja keinen Schwanz. Geistkrankmaschine. Okay. Er hat so, also er war unfassbar. Ja. So, wer war denn noch am Start? Boah, es ist auch so, keiner. Und Jury ist dann, Lambi? Ja, Mozi Mabuse? Mozi Mabuse, okay, und Jorge. Und wer? Jorge. Krass, Alter. Hast du nicht, wie viele Minuten von deinem neuen Programm geht's um Let's Dance? Ich glaube 15 habe ich über Let's Dance. Ey, das ist ja Comedy Gold, Alter. Ja, ja, die sind ja alles Comedy-Charaktere. Ja, ja. Jorge, Lambi und. Das ist so wie Avengers. Ey, das ist doch krank, Alter. Wie geil ist das? Bruder, das werde ich niemals vergessen. Wir hatten so einen Gruppentanz, ne? Mhm. Und den lernen so alle. Und eine Woche vorher hatte ich die höchste Punktzahl. Ich habe Quickstep getanzt und ich war der Beste. Okay. Ne?
Und dann habe ich den Gruppentanz, ich habe den gar nicht trainiert, weil ich mir dachte, so jetzt bin ich Chef. Was soll ich jetzt hier mit euch Amateuren? Als ob ich jetzt was. Seid froh, dass ich dabei bin. Ja, so, ich schwör, das war in meinem Kopf. Ich hatte Rumba, ne? Ja. Ich dachte mir nach Quickstep, ich mache Rumba kaputt, Bruder. Ich werde der beste Rumba-Tänzer Deutschlands danach. Und dann haben ich habe gesehen, wir haben Gruppentraining gehabt und die haben gesagt, ich mache gar nichts, Bruder. Ja. Ich habe so ein bisschen Larifari gemacht, ne? Und dann kommt einer, Mark Keller, das ist so der Bergdoktor, ne? Den kenn ich doch von früher, der ist schon älter. Ja, Alarm für Cobra 11 war in meiner Gruppe. Der war mal früher so ein Sunnyboy mit einem Körper. Ja, genau. Okay. So, der war bei mir in der Gruppe und dieser Bion war bei mir in der Gruppe. Mhm. Ne? Und Bion hat so Drehschwindel, das ist sein Problem. Das bedeutet, wenn der so tanzt und sich dreht, verliert und kotzt. Oh. Pass auf, und dann ist der Tag des Tanzes, ne? Live, ist ja immer live gewesen. Ja. Und dann, ich stehe so siegessicher oben auf Dings. Ich kann gar nichts, ne? Diese Gruppentanz, ich kann gar nicht. Und er guckt mich an und sagt zu mir, Toni, aber jetzt nicht bei Gruppentanz gleich. Jetzt holst du hier 30 und dann bei Gruppentanz auf uns scheißen. Wir brauchen dich, ne? Okay. Und ich so, ja, red mal weiter. Lass halt mal meine Sorge sein. Mach doch mal deinen Tanz, ich mach meinen Tanz. Er ist der Erste, er tanzt 11 Punkte. Ja. Und du weißt, du kannst... Warte mal, wie ist das System? Du kriegst 30 ist Maximalpunktzahl. Ja. Und jeder Coach... Also jeder Jury, jedes Jurymitglied hat die Wertung von 1 bis 10. Mhm. Und wenn du 11 Punkte hast, kannst du dir ausrechnen, war richtig schlecht. 3, 4. Okay. Ja, war richtig schlecht. Ja. Ne? Und dann kommt er hoch und ich bin so am Lächeln, weißt du, mit siegessicher. Und ich bin der Letzte, ne? Ja. Ich bin der Letzte der Sendung. Letzter ist immer gut, weil dann wollen die hinten raus mit so einem Knall beenden. Ja, dann weißt du, okay, du bist einer der Favoriten. Ja. Ne? Und ich tanze Rumba. Ich komme raus von Rumba, 8 Punkte, Bruder. Aber auch nicht. Ich habe einfach richtig verkackt, ne? Ja. Es war einfach richtig schlecht so. Mhm. Und dann gehe ich hoch, guck mir und dann ist so, alles für den Grund. Aber was hat der Zweite, wie viele Punkte hat der Zweite gehabt bei euch in der Gruppe? Der 15. Eine hat 11, der andere 15 und 8. 15, 8, dann 25 und 18. Ja, das heißt, du hast aufgrund deiner Arroganz die ganze Gruppe runtergezogen. Ich habe die ganze Gruppe. Erstmal und, Props dafür. Pass auf. Ja. Und dann musst du ja noch den Gruppentanz da tanzen, ne? Ja. Der ist ja live, ne? Ja. Und dann ist der Bergdoktor, du gehst so Quick Change. Du wechselst dein Kostüm, das eine Kostüm ziehst du schnell aus, das andere ziehst du schnell an, dann gehst du sofort auf Fläche, ne? Und dann. Das ist live? Das ist live. Und dann 2 Minuten, Bruder, ist kein Witz. 2 Minuten bevor live ist, wir stehen so alle in einer Reihe, ne? Und dann so, Bion sagt so, komm, machen wir einmal alle zusammen, damit die Leute, wir können uns, egal ob wir uns leiden können oder nicht, aber damit die Leute denken, wir sind ein Team, vielleicht rufen die dann an für uns. Okay. So. Er hat so Fuchs-Move gemacht. Und wir stehen so alle zusammen, alle vier, er guckt sich so um, er so, ey, wo ist der Bergdoktor? 2 Minuten vor live, Bergdoktor, einfach ganz hinten, irgendwo geht nochmal alle Schritte durch, er tanzt so für sich alleine. So, ne? So 30 Sekunden, du kriegst Ansage, jetzt 30 Sekunden, ist live, ne? Er kommt zu uns, er nimmt uns den Arm, er guckt uns an, er so, Jungs, mit welchem Schritt fangen wir nochmal an, rechts oder links? 30 Sekunden vor live. Aber wer von euch wusste, wer hat erklärt? Keiner, Bruder. Wir haben einfach Hardware. Kann man das online noch sehen? Ja. Das müssen wir irgendwie, wenn wir die Rechte kriegen, müssen wir das irgendwie einblenden. Du musst es rein. Das ist so witzig. Du siehst, wie wir einfach diese ganze Choreo verschissen haben. Und alle anderen sind aber gut. Ah, wir haben ja die gegen eine andere Gruppe getanzt. Ja. Die waren viel besser. Und wir haben trotzdem gewonnen. Weil Leute angerufen haben? Ja, Mann. Weil es wahrscheinlich so schlecht war, dass die dachten, wir machen Comedy. Mitleid, so mitleidmäßig. Ja. Was ist das geil, Alter. Ja, was ist das bitte für eine... Der Grundgedanke war ja, dass wie viel, also was da passieren muss, wie viel Comedy man da draus ziehen kann auf jeden Fall. Was, das kam ja dann auch zum Besten. Hast du das, wann wurdest du denn dafür angefragt? Oder wann lief das überhaupt? Boah, das lief... Schon so ein halbes Jahr her, oder? Ja, ist ein halbes Jahr her. Und ich wurde angefragt im Oktober davor das Jahr. Und was haben die gesagt? Also wurde dein Management angefragt? Ja, genau. Und was haben die, wie haben die das begründet? Haben die gesagt, wir haben den Toni bei Comedy gesehen und dachten uns? Die haben von ganz vielen Leuten so in der Fernsehwelt einfach die ganze Zeit gehört, dass ich ein guter Kandidat wäre. Okay. Und dann haben die tatsächlich einfach angerufen. Weil es war ja auch immer so auch mein Traum so, ne? Ich habe ja Let's Dance mit Oma im Krankenhaus immer geguckt. Jetzt wirklich, oder was? Ja. Okay. Und dann wollte oder musst du das jetzt sagen? Nee, ich schwöre auf alles. Es war wirklich so. Im Krankenhaus Let's haben wir Dance immer... war dein Traum? Ja, wir haben es, also auch ich für Omi. Einer von vielen. Ja, also eigentlich war es immer so, dass ich gedacht habe, so okay, ich mache da mit und Omi guckt es ja. Und ich sag der gar nichts. Okay. Und dann macht die Fernsehen das ist an krank. Und dann sieht die mich. Okay, das ist krank, ja. So, und dann hat... Also ich habe dir nichts erzählt und Opa hat aber gesagt, willst du nicht heute mal Let's Dance gucken?
So bei der ersten Show. Ja. Und ja, dann war die schon so ein bisschen, oh, vielleicht könnte Toni da mitmachen. Und dann hat die angemacht und dann war ich dort. Ja. Das war schon, hat war schon das überlebt? Krass. Ja, ja. Gibt's die noch? Ja. Okay, sehr gut. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie so ein Downer oder so. Nein, Mann. Stell mal vor. Und nach dem Rumba ist sie dann von uns gegangen. Aber sie hat mich noch ein letztes Mal gesehen. Rumba, 8 Punkte. Das war mein Enkel. Crazy, Alter. Das ist ja voll geil. Ja, Mann. Also dann kam die Anfrage. Aber was ich eben noch fragen wollte, wenn die dich da wirklich, wenn die dich ja für 14 Wochen 12 Stunden am Tag haben wollen, ich meine, selbst wenn du jetzt kein Überstar bist, das muss ja finanziell ausreichend kompensiert sein, weil du kannst ja dann nichts anderes machen. Mhm. Bist du mit dem, warst du mit dem ersten Angebot, wart ihr damit direkt zufrieden? Ja. Aber war das dann so nach dem Motto, okay, gut, ich kann mir jetzt das holen, ich kann ein bisschen abbezahlen? Ja, schon, Alter. Ja? Ja, schon Batzen? War schon Darfst gut. Du sagen? Leider nicht. Nein? Aber war schon gut. Ja? War schon so gut, also ich hätte mir niemals erträumen lassen, dass ich irgendwann einfach so mal das krieg. Ja. Okay, crazy. Das war schon, Alter, geil. War schon krass. Und das ist ja Win-Win des Grauens, weil du bist im Fernsehen. Ja. Das heißt, und du, das Geile bei dir ist ja, du bist ja, deine Privatperson, wie bei vielen anderen, ist, also bei vielen anderen Comedians ist es nicht so, aber deine Privatperson ist ja sehr eng mit deiner Bühnenperson. Ja. Ist bei mir ja genauso. Also wenn man mich so kennenlernt und dann auf der Bühne sieht, ist nicht so, er ist ein ganz anderer Mensch. Genau. Sondern das ist ja. Das. So, und das ist ja das Geile, dass wenn du dann im Fernsehen bei Let's Dance bist, da deine Sprüche wahrscheinlich rausklopfst und noch gut mitmachst und so Sympathieträger eh bist. Das heißt, wenn Leute dann dich da sehen und sich denken, der ist lustig, ach, der macht doch Comedy, da hole ich mir Tickets, dann kommen die ja nicht zu deiner Show und du bist auf einmal mit Sonnenbrille und machst so, keine Ahnung, so dirty Jokes, sondern das ist ja derselbe Typ. Ja. Das heißt, es ist ja Win-Win des Grauens. Du hast ja nicht nur die Gage bekommen, die du da bekommen hast, sondern du hast ja dadurch auch noch viel mehr Tickets verkauft wahrscheinlich. Ja, ja, das war ja insane gewesen. Ich habe einen Tag, ich glaube, in einem Tag habe ich mal 8.000 Tickets verkauft. Boah, ist das krass, Alter. Es war schon crazy, Alter. Es war schon krass, es war schon krass. Geil. Also hätte ich mir auch nie so erträumt. Ich wusste, okay, ich mache da mit und dann ja, ja, das wird Popularität wird schon ein bisschen gut sein. Aber wenn sein. Dann die Zahlen kommen, ist aber krass. Aber das ne? war insane, hätte ich nie gedacht so. Weil, vor allen Dingen, weil du es, wie du schon sagst, Samuel, ich bin da hingegangen, ich war der Gleiche, weißt du? Ich habe nicht anders geredet. Ja. Ich habe einmal, das war live, da war ich so in Gedanken, das war nach Rumba, da hatte ich ja die scheiß Punkte. Und dann machen die ja immer, kommt so ein Kegel auf dich und dann sagen die, jetzt bist du dran mit der Entscheidung und so. Und ich war in Gedanken, ich überleg so, okay, meine Punkte waren scheiße, hoffentlich ist heute nicht Ende und so. Und dann sagen die so, Toni Bauer. Und ich war so in Gedanken und ich so, ah, fick meine Eier. Mhm. Einfach live im Fernsehen. Hast du gesagt? Ja. Haben die ausgepiept? Nein, die haben totgelacht, die haben sich einfach totgelacht so. Der Duisburger Junge, Alter. Da kommt so, da raus. Die alle haben so gelacht halt. Ja. Weißt du, irgendwie, keine Ahnung. Von ja, aber es ist original. Ja. Das ist halt auch, und das hat wahrscheinlich auch zur Situation gepasst, Alter. Das war schon krass, Alter. Das heißt, du spielst einfach deine erste Tour jetzt Locations 300er bis 1000. Ja. Das ist eigentlich ein oder fast so, oder anderthalb Level drüber über der normalen, durchschnittlichen ersten Tour, ne? Ich habe keine Ahnung. Du hast einfach ein Level übersprungen. Okay, das ist. Ja, normale erste Tour ist halt so. Also wenn du jetzt keinen Todeshype hast, ist so, weiß nicht, die kleinste Location ist so 50, 70, dann vielleicht spielst du irgendwo mal 200 oder 250. Deswegen bist du jetzt auch so busy, Alter. Aber was überwiegt, so eher die Nervosität oder die Vorfreude? Boah, ich bin nicht so ein Typ, der nervös ist, ehrlich gesagt. Mhm. Ich bin nie nervös. Ich glaube, das sind beides die gleichen Merkmale im Körper. Deshalb sage ich auch nie, dass ich nervös bin, sondern immer Vorfreude habe. Ja. Aber wie ist denn das, wenn du, weil ich bin eigentlich auch nicht mehr nervös, außer ich habe ein Battle zum Beispiel, da ist Ausnahmezustand. Ja, aber du, da machst du ja live. Dir ja, ja, das ist ja, das sowieso, deswegen, das ist ein anderes Genre auch. Aber, oder wenn ich ganz neues Material zum ersten Mal spiele. Ja, okay, da auch noch. Ja. Da ist auch das noch ist so. Weil du weißt nicht. Ja, genau, du hast gar keine Ahnung. Du hast keine das Ahnung. Das war jetzt diese Tage in Hamburg. Ja. Erste Mal, ich gehe mit meinen Gedanken auf die Bühne und ich dachte mir so, okay, sind doch schon viele hier, ne? Das sollte jetzt auch schon rasieren. So. Ja, ja. Und dann hast du ja eh immer einen anderen Anspruch an dich selber. Natürlich, weil Leute, also jetzt bist du ja schon, du hast ja ein Level übersprungen, weil Leute holen sich jetzt auch schon Karten für Mixshows oder sind auf Open Mics so, ach, das ist Toni Bauer, der ist ja. der, das und das Level. Ja, ja. Und du kannst nicht so vor 15 Nasen irgendwie so ja. 10 Minuten bomben, aber bist dann schlauer. Ja, ja, genau, das geht nicht, das Bruder. Das geht nicht. Das geht Scheiße. Nicht. Aber wie lief's? Es war super. Ja? Es war super. Ich habe glaube ich, 4 neue Nummern. Okay, auch geil. So als Block quasi, ja. Weil ich die unbedingt, ich mag es gerne, nicht so einzelne Bits zu haben, sondern quasi ein Grundgerüst ganz unten, sagen wir, es geht dann darum, keine Ahnung, es geht darum, dass ich Schuhe kaufe. Ja. Das ist das Grundgerüst, ist so die Hauptquest
Und zwischendurch passiert so eine Nebenquest, zum Beispiel, dass Hassan aber jetzt bei Footlooker arbeitet. Okay, aber alles so, das Seitenthema hat dann immer noch irgendwas mit Schuhen zu tun. Also genau. das ist so der Main Body so und es hört auch bei Schuhen wieder auf. Ja, genau. Okay. Genau. So das Anfang und Ende immer das in sich geschlossen. Das ist natürlich cool, weil so kannst du natürlich auch nicht rauskommen. Ne? So hast du eine, so immer, hast du immer so einen, ja, so einen roten Faden. Das geht dann so 15 Minuten oder was? Genau. Okay. So im besten Fall ja eine Stunde. Ne? Ja, aber nicht das Ganze. Nein, nein. So, also doch, in meinem Solo habe ich schon so gebaut, dass Anfang, Ende, also dass alles ein Ding ist. Ja? Ja. Das war mein Anspruch schon. Okay, dass das ist krass. Die Leute denken, ich erzähle denen eine Geschichte. Ey, das habe ich noch nie gehört. Das war so. Ich glaube, das macht doch niemand. Ja, ich wollte das. Also ich überlege gerade und das ist, ich kenne niemanden, ich kenne keinen einzigen, der das so macht. Echt nicht? Nee. Ich habe mir gedacht, nämlich, wenn alles, also wenn das Grundgerüst quasi als Titel, ne, als Titel, als Überschrift über jeder Nummer steht, dann sind die Nummern so kleine Ausflüchte, aber eigentlich sind die Leute immer noch bei deiner Geschichte. Okay. Aber du machst ja auch eine Pause in deinem Programm, oder? Ja, ja. Also wie machst du es? Opener, 15 Minuten, 20 Minuten Pause und dann gib ihm? Ja, genau. Also nee, ich spiele Opener 20 Minuten. Aber du hast einen Opener. Ich habe einen Opener, 20 Minuten und dann gehe ich raus, spiele nochmal 30, Pause und dann hinten raus Stunde. Okay, hast du so einen Hauptopener? Ja, Fabian Lampert. Ach, wer ist das nochmal? Aus Köln. Ich bei diesen ganzen deutschen Namen komme ich immer durcheinander. Ja, vor allen Dingen, weil er auch heißt wie Fabio Landert. Ja, Fabio genau Landert, Fabian Lampert. Fabian Lampert. Ich habe den aber, glaube ich, gut in der Hand. Hat er nicht auch mal einen Clash gewonnen? Ja, genau. Okay, dann ist der das. Ja. Okay, der ist gut. Der. Okay, der begleitet dich überall mit hin? Ja, genau. Okay, und ist das dann so im Auto überall zusammen hinfahren? Oder, boah, das stelle ich mir so. Also egal, wie cool jemand ist. Es gibt keine Person, mit der ich... Kannst du nicht, oder hin was? Hin und zurück, Alter, niemals. Egal, echt, ob es mein bester Freund ist oder nicht. Nein, ich will alleine sein. Ehrlich jetzt? Ja, voll. Boah, ich bin so alleine, finde ich voll Morph, Bruder. Ja? Ja, Mann, ich kann das gar nicht. Musst du reden, oder ja, was? Ja, ich muss mitteilen ab und zu. Okay. Ich muss ab und zu, muss ich so einfach, keine Ahnung, den Stuss, den ich im Schädel habe, einfach loswerden. So, ey, wie findest du das, bla bla bla. Okay, und dann auch krass. Über alles reden. Ich habe mir letztes Mal, keine Ahnung, hart gekochte Eier gekauft. Mhm. Wie findest du besser, vom Bauern Bio, so. Okay, krass, Alter, ja. Boah, nee. Aber geil, aber es ist voll interessant, weil, also wie gesagt, manche sind so Loner, die so alleine lieber sind. Und dann aber super oft hast du ja diese Kombination von einem Opener und einem Main Act und die reisen dann zusammen durchs Land. Mhm. Aber ich meine, für den ist ja auch, ich gehe mal davon aus, dass euer Verhältnis jetzt über Kollegialität hinausgeht. Ja, also das hat auch schon angefangen. Ich kenne ihn seit meinem zweiten Auftritt und wir haben uns einfach richtig gut verstanden. Okay. Und ich weiß, egal ob ich jetzt gut wäre mit Comedy oder nicht, er wäre einfach mein Freund. Mhm. Und dann, jetzt bin ich in der Situation, ich kann was zurückgeben für meinen Freund, dann mache ich das auch gern. Ja, Killer. Das ist wirklich Killer. Also da hat er auch übelst was von. Also der darf jetzt vor Leuten auftreten, die ihn sonst nicht kennen oder sehen würden. Ja. Musst du natürlich, also Fabian, wenn du das hier siehst, ne, du musst abliefern, weil du weißt, Toni macht eh Feuerwerk so, davor, du darfst als Opener jetzt nicht reinscheißen. Aber das ist ja auch humoristisch gar nicht so weit weg. Also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, weiß nicht, mich oder Oliver Pollack jetzt als Opener hättest. Ja, Bruder, dann wäre schwer der auch Kontrast, für mich. Nee, ich meine nicht, weil es krass ist, sondern weil der Style so anders ist. Ja, ja, ja. Weil halt, weil der Cut halt so groß wäre so. Ja, und das Gute ist halt, er hat als letzte Nummer, hat er eine Nummer über mich, ne? Okay. Und das ist ein smoother Übergang dann. Ja, ja, das okay, ist super. Geil. Er hat halt einfach original mich beschrieben, so in seiner Nummer und das ist schon hart witzig. Okay, also einerseits denke ich mir so, nice, dass der ganze Abend so harmonisch und voll stimmig und alles so, so strukturell aufgebaut ist, so Storyline-mäßig, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ist das nicht auch ein Korsett dann? Also ist das dann nicht so, du hast dann gar keine Möglichkeit, auch beim Schreiben so für richtige Ausbrüche oder Ausflüchte, oder kannst du trotzdem genug andere Sachen weg vom Hauptthema spielen, ohne die Leute zu verlieren? Ja, ja. Ja? Das schon, ja. Ich habe jetzt bei dem 40-Minuten-Ding habe ich das genauso gemacht. Da habe ich einmal in bei Weze habe ich 60 Minuten gespielt. Da habe ich das genauso gemacht, auch immer. Und ich habe das Gefühl, dass es für die Leute viel, viel einfacher ist, dir dann zu folgen. Ja, das auf jeden Fall, glaube ich auch. Und also ich fühle mich damit super wohl, wenn ich das so spielen kann. Ja. Das finde ich, weil es war auch immer mein Anspruch irgendwie, dass ich so sage, ich sag Hallo. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem ich sage Peace, also ab dem Zeitpunkt, ab Hallo, bis zum Zeitpunkt, wo ich sage Peace, mein Name ist Toni Bauer, war das ein Ding. Ja. Es hat keine Unterbrechung, es war ein Ding. Mhm. Und jeder hat nicht nur
hat sich nicht nur unterhalten gefühlt, sondern, oder ich habe was vermittelt, sondern war für eine kurze Sekunde ich selber und konnte sich selber als Toni Bauer sehen. Ja. Das war so der Anspruch. Aber hast du da sonst im normalen Leben Probleme mit? Wie meinst du? Oder, weil eigentlich, weil du sagst, ich konnte mich als Toni Bauer sehen. Willst du einfach zwanghaft oder ist es dein Wunsch einfach, dass du auf der Bühne komplett zu 100% du sein kannst? Ja. Schon. Oder ist das so, oder findest du den Toni Bauer, der auf der Bühne ist, geiler als der Toni Bauer abseits der Bühne? Nee, also schon 1:1. Mhm. Das Ding ist, glaube ich, das, was ich so für mich selber gemerkt habe, ist so, die Bühne ist so ein Stück weit mein Safe Space. So. Mhm. Ich muss nicht nur witzig sein, weil ab und zu habe ich das Gefühl, einfach wenn ich was erzähle, schauen die Leute mich einfach an. Ja, die kleben dir an die Lippen. Die kleben und die wollen einfach nur von mir was hören. Ja, aber weil du auch eine super angenehme Stimme hast und weil du einen niceen Erzählstil hast und die Worte, die du benutzt, das sind keine 0-15 Worte. Oh, wow. Ja, safe. Also das ist ja, also wie gesagt, wenn ich jemandem zugucke, dann gucke ich dem auch zu. Ja. Und man hört dir voll gerne zu. Die Stimme ist super angenehm. Plus, da kommt natürlich dieser NRW-Singsang mit rein. Mhm. Und diese ganzen, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber zum Beispiel, es macht jetzt keinen Sinn, aber dass du nicht sagst, das war eine schöne Frau, sondern du sagst irgendwie, das war ein richtig klebriger Honigtopf. So, ja, weißt du ungefähr, was ich meine? Ja, ja, das sagst du jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine, dieses NRW-Ding. Ja. Man nimmt nicht die Worte, die tausendmal benutzt wurden, sondern man nimmt irgend so ein Synonym dafür. Ja, ja, ja. Und das ist ja auch voll in deinem Vokabular drin. Ja. Und das ist ja auch, das ist dann, ich weiß gar nicht, wie du schreibst, weil du bist jetzt nicht so der Aufbau, 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 Patsch. Mhm. Oder ich führe die Leute hier hin und rums. Mhm. Sondern das ist sehr fließend. Es gibt viele Zwischenlacher. Mhm. Du redest viel. Ich glaube, Taktung oder so dieses, die Taktung ist dir, glaube ich, gar nicht so wichtig, sondern dass es alles fließend ist, schön anzuhören und dass es Stellen gibt, wo Leute lachen, dann ein bisschen mehr, dann noch mal ein bisschen mehr. Ja. Ne? Genau so ist es. Okay. Also wenn ich schreibe schon immer ausformuliert und es ist schon immer so, ich schreibe eigentlich genau, wie ich sprechen würde. Ja, mache ich auch. Und das ist so, ich glaube, das ist auch das Beste. So. Also deswegen ist Comedy ja so geil, weil ich denke, bei mir ist auch so, ich bin auf der Bühne. Und das Ding ist nämlich, es gibt ja Comedians, die sind auf der Bühne nicht so wie abseits. Mhm. Ist auch fein, wenn das eine nice Kunstfigur ist. Props, dass du das spielen kannst. Oder wenn du privat, aber soll ich denn jetzt? Ja, komm, ich oute den einfach. Junaid zum Beispiel. Junaid Akan. Weißt du, was ich meine, ne? Also Junaid Akan, was der auf der Bühne macht, ne? Und für Gags und was für Gags der im Backstage macht. Ich würde mir wünschen, dass der seinen Backstage-Sachen, dass der das auf der Bühne macht. Aber dann ist es halt nicht mehr so clean und pipapo, aber das ist halt ein Riesenunterschied und der sagt halt sonst privat Sachen, die wird er auf der Bühne niemals sagen. Ne? Und ich halte es ja auch so, ich schreibe, wie ich spreche, ich sage 1:1 das auf der Bühne, was ich auch so sagen würde, weil wenn dann ja jemand dazwischen ruft oder irgendwas passiert, dann müsste ich ja irgendwie anders werden, wenn ich mich verstellen würde. Aber, du kannst genau einfach so weiterreden mit demselben Vokabular. Ja. Ich kann auch auf dieselbe Art und Weise mit den Leuten umgehen, wie ich auch vorher in meiner Comedy war. Ja. Das ist super komfortabel, glaube ich. Aber ich glaube, bei vielen gibt es das auch gar nicht her. Also, dass die privat nicht so eine, wie sage ich jetzt mal, eine unterhaltende Art haben zu reden, dass die Leute denen nicht an Lippen kleben, dass die nicht eh schon im Privaten so lustig sind oder ein gutes Timing haben, was Erzählungen angeht, sondern dass sie es halt, dass sie besser sind im Schreiben und Vortragen. Mhm, mhm. Weißt du, wie ich meine? Aber ich finde, das macht es dann so, ich finde, die Königsdisziplin ist, Samuel, wirklich, die Königsdisziplin, immer wenn ich irgendwas gucke von irgendjemandem, finde ich, ist das Allerkrasseste, wenn er das spielt, ist ja immer ein Spiel. Das dürfen wir nicht, er spielt es, aber irgendwann denkst du, der könnte sich jetzt auch einfach auf die Bühne setzen und dann erzählt er dir das. Safe. So, eigentlich ist es wie Gartenparty. Mhm. Er trinkt bis und erzählt genauso. Mhm. So, das ist so die allerhöchste Klasse davon. Ich weiß, was du meinst, weil ich habe auch nach der Tour kam, also da kriegst du auch immer so ungefragt Feedback oder so Feedback und dann kam auch also ein paar Leute und meinten so, man hat einfach das Gefühl, man ist dein Homie und du erzählst einfach so, und das ist halt. Genau, das ist es. Das ist Wohlfühl. Ja. Aber natürlich, also bei mir ist jetzt ein extremer Humor. Du musst halt dann einen Freund haben oder du musst halt selber jemand mit einem bösen Humor sein, aber
ist ja ähnlich wie bei dir, dass du einfach wirklich denkst, so, ja, okay, das ist jetzt, das sind jetzt keine, hier ist ein Bit, ja. Kennt ihr das, wenn, weil das sagst du ja auf einer Gartenparty auch nicht. Neulich? Nein, das hat noch nie einer gesagt, was für neulich, sei mal leise. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht über, das sagst du ja auf einer Gartenparty nicht, sondern du haust, kommst einfach die Story. Du erzählst einfach. Genau, es hat auch ab und zu, keine Ahnung, ich verstehe schon diese ganze Technik dahinter, ne? Ich weiß schon, voll, was Misslied ist. Und das ist auch kein Nocken, Tagline, das ist ja nur nicht der Style, nicht. Aber das ist genauso schwierig immer noch. Genau, ne? Und die ganzen Prämisse, ich verstehe das schon alles. Aber ab und zu denke ich mir halt auch, guck mal, es ist wie so ein Filmkurs, Bruder. Mhm. Ne? Ein Filmkurs? So wie so ein Filmkurs. Ne? Filmkurs. Mh. Filmkurs. Du kannst das Ding zerdenken und dann denken, okay, jetzt neige ich meinen Kopf 360 Grad oder 30 Grad nach rechts, dann kommt sie, dann schließe ich meine Augen oder du fühlst und küsst. Ja. Und ab und zu, glaube ich, ist Fühlen viel, viel besser als diese ganze Technik dahinter. Ja. Meinst du auf der Seite vom Comedian jetzt? Weil das Publikum fühlt ja auch. Genau. Und ich glaube auch. Die fühlen, dass du fühlst. Genau. Zu 100%. 100%. Nur was von Herzen kommt, erreicht andere Herzen. Ja. Also ich will jetzt zum Beispiel gar keine Herzen erreichen. Ne? Also ich meine, du redest jetzt hier sehr romantisch und so. Ich bin auch kurz davor, mich in dich zu verlieben. Weil wenn ich will gar nicht wissen, Alter. Ich will ja gar nicht wissen, was. Also du bist ja so ein Smooth Talker. Also wenn eine Frau mit so einem Weinchen drin vor dir sitzt. Die sieht sich doch sofort von selber aus, Alter. Was ist das denn? Weil nur was von Herzen kommt, das erreicht auch andere Herzen. Machst du einmal den BH auf, bitte. Killer, wirklich Killer. Oh, nee, das stimmt schon. Aber wie gesagt, jeder hat ein anderes Ziel. Deswegen ist das Geile bei Comedy. Aber du bist ja wahrscheinlich auch so, du würdest jetzt nicht nur Leute feiern, die deinen Film fahren, sondern, keine Ahnung, jetzt du hast so einen Fabi Rommel, der... Killer, großer Fan. Guck mal, eigentlich, wenn jemand so redet, du kannst dir das... Wenn jemand privat so reden würde, denkst du so... Du wirst gehen. Boah. Ja, Mann. Aber du kannst ihm 2 Stunden zuhören, weil die Sachen so gut geschrieben sind und to the T einfach performt sind. Das ist perfekt. Das ist geil. Perfekt. Und das ist Technik. Ja. Weil am Anfang war der ja scheiße. Ja. Ne? Und der ist jetzt überragend. Das heißt, es muss ja Technik sein. Ja, ja. So, und natürlich ein Gespür und so. Und seine Sketche sind ja genauso genial wie das, was er auf der Bühne macht. Ja, voll. Krank und zum Beispiel Alex Stoll zum Beispiel. Ja. So, der ist eigentlich ein Freak. Ja, ja. Also mit dem brauchst du nicht auf eine Hip-Hop-Party gehen. Ja. Ne? Oder sagen, das ist der Alex, unterhaltet euch mal kurz, ich kümmere mich um die Freundin. Schwierig. Ich liebe den Alex. Aber ich würde erstmal sagen, schwierig. Ja. Dann ist er auf der Bühne und zerschreddert alles. Ja. Und Maschine. Du guckst ihn an und denkst dir so, er ist einer der wenigen, wo ich mir denke, so, wie kommt man da drauf? Boah, ist das geil. Ja. Boah, ist das gute Comedy. Ja. Vor allen Dingen auch immer einfach, ne? Aber es ist ja nicht einfach. Ja, ja, sonst genau. Sonst könnten es andere auch machen. Ja, ja, aber der Gedanke dahinter, sucht immer was, was jedem auffallen könnte. Theoretisch. Und das ist richtig gut. Aber mach was draus. Ja. Das ist halt das Schwierige. Und deswegen, also man, Comedy ist das Geilste. Merkt man ja auch an unserem Gespräch. Also die Leute, die jetzt keinen Bock auf Comedy haben, die können sich das vielleicht jetzt nicht anhören, aber die selber Comedians sind oder die Comedy-Fans sind, die würden das hier lieben, weil es ist halt einfach, es ist eine fucking Wissenschaft und es gibt einen Grund, also die Crowd ist ja nie schuld, ne? Und es gibt einen Grund, warum jeder sein Publikum hat. Es gibt immer einen Grund, warum Leute lachen. Ja. Und meistens ist es das, was der Comedian sagt. So. Und wenn das, wenn Comedians jetzt erfolgreich sind zum Beispiel, wo ich mir denke, die sind schlecht. Zum Beispiel ich bin natürlich ein Mario Barth-Hater, aber ich würde ja niemals sagen, das, was der für sich macht, ist schlecht gemacht. Ja. Was der macht, ist überragend. Unfassbar. Überragend performt. Ja. Unfassbar. Und mach erstmal mit demselben Thema 20 Jahre, bring Leute zum Lachen. Ja, ja. Die Leute, die der zum Lachen bringt, okay. Ist es anspruchslos? Aber wie der das macht, ist geisteskrank. Was für ein Timing. Du musst Olympiastadion erstmal so ein Timing treffen. So, das ist geisteskrank. Und der kriegt das auch hin, wenn der in Talkshows ist, hat er dasselbe Timing auch. Ja. Das heißt, es ist ein gutes Timing. Ja. So, natürlich ist der Typ Schmodder, der Inhalt ist Schmodder. So, aber was der da macht, ist krass. Ja, voll. So, und deswegen, also das ist dann auch, ist dann schwer zu haten, weil du kannst natürlich über aufregen, wenn Leute erfolgreich sind und du die nicht lustig findest, aber man darf jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ich verstehe nicht, warum die lachen. Ja, ja. Spätestens, wenn du die Leute anguckst, also ich weiß nicht, du hast ja dein Publikum noch gar nicht gesehen, ne? Ich habe mein Publikum noch gar nicht gesehen. Weißt gar nicht, was für ein Publikum du hast. Gar nicht. Gar keine Was Angst. Denkst du? Also, ich habe früher immer gesagt, auch wenn es unmöglich ist, Samuel, ich weiß, dass es unmöglich ist, aber ich würde gern jede Schicht haben, jedes Alter haben und jede
also einfach alle Menschen irgendwie. Ja. So ein Abbild von allen. So ein Abbild von Deutschland einfach. Aber ich glaube, mit dem, was du machst, könnte das aber klappen, ey. Das ist so mein Ziel. Ich würde gern. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall 16-jährige Mädels, die dich süß finden. Ich glaube, es gibt 70-jährige Opas, die dich lustig finden. Assis weiß ich jetzt nicht so. Ja. Wahrscheinlich eher nicht, weil du das nicht so bedienst, auch wenn du klar diese Duisburg-Nummer hast und so, aber also mich würde auch mal die Frauenquote interessieren, auf jeden Fall. Ich weiß bei Instagram die Frauenquote. Ja. Wie ist die da? 92%. Nein. Doch. Frauen. Ja. 8% Männer. Ja. Boah, Digga, du fickst dich auf die ich hoffe, du hast gute Hotelzimmer gebucht, Alter. Das ist das Wichtigste. Ey, Fabian, das ist die beste Entscheidung von Tony auf jeden Fall. Was ist das denn? 92% ja, Frauenquote. Ey, dass du Merch haben musst, weißt du, ne? Ich habe jetzt nichts geplant, ehrlich gesagt. Was soll ich denn machen, Digga? So einfach T-Shirts oder was? Ja, du hast doch, ich habe doch gesehen, du hast ein richtig geiles Cover. Ja, ja. Also das Tupla-Card ist ja schon das auf dem T-Shirt, bitte. Meinst du, das kommt geil? Ja, aber 100 pro. Also wenn ich das jetzt nochmal richtig in Erinnerung habe. Das ist ja dieser Sternhimmel, ne? Ja, da bist du doch so mit, bist du so am genau. Ja, das muss auf dem T-Shirt auf jeden Fall, hinten die Daten drauf. Dann irgendwas, ich weiß nicht, ob es in deiner Comedy irgendwas, keine Ahnung, ob du da irgendwas, ich habe jetzt, gib mal Feuer. Klar, mache ich jetzt auch Feuerzeuge. Ja. Aber ich weiß nicht, ob Tassen, Armbänder, irgendwas. Davon muss es auf jeden Fall Hoodies geben und T-Shirts geben mit Daten hinten drauf. Ja. 100 pro. Weil nach jeder Show sagst du dann, danke vielmals, ich gehe kurz nach hinten, ich bin in 3 Minuten am Merchstand selber. Dann gehst du an den Merchstand und wenn du 92% Frauenquote hast, weil wir wissen, Frauen, die sich sowas leisten, die haben ein paar Euros extra noch mit dabei. Ja. Und wenn die dann einmal ihren Süßen noch privat treffen, dann ist auch für manche so nach dem Motto, ja, jetzt stehe ich hier, jetzt nehme ich auch eine Kleinigkeit. Ja, so, okay, ja. Digga, du, also, ich will nur sagen, ich bin der Stein des Anstoßes, deswegen denk an mich, wenn das. Aber das musst du machen. Okay. Das musst du machen. Aber ich will nicht so einfach so Schrott, weißt du? Weil dann nee, das soll geht, auch das, geil aussehen. Es ist, so, dass ich es selber trage. Wenn du das vernünftig machst, ich kann dich auch connecten mit Leuten, die das vernünftig machen. Ja. Eine vernünftige Quali, dann nimmst du einen vernünftigen Preis. Die Leute müssen jetzt nicht 50 Euro für ein T-Shirt zahlen, weil du bist jetzt nicht, keine Ahnung, Louis C.K. oder so oder irgendein Riesen-Ami. Aber du kannst auf jeden Fall einen vernünftigen Quali machen. Das ist vernünftiger Druck. Mhm. Hinten deine Daten drauf. Dann noch 2, 3 andere Sachen. Wie gesagt, wie Tassen, Feuerzeug. Wenn jetzt nicht mal nicht 30 Euro hat, nimmt der sich halt, keine Ahnung, was, eine Autogrammkarte. Wie gesagt, irgendwas Kleines. Aber dass du da einfach so 5, 6 Artikel hast, da stehst, Fotos machst, Smalltalk und nebenbei verkaufst. Ja, okay, Digga, Killer. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Das musst du machen, Alter. Ja, Mann, ich hab da gar nicht dran gedacht. 92% Frauen. Ist das, das haben doch, nee. Das ist nicht so krass. Das haben so Leute wie Mariano. Ja. Aber der geht ja auch drauf, also der ist ja, der macht ja quasi Comedy. Für Frauen. Für Frauen. Ja, ja. Für Frauen, die den auch gerne hämmern würden, glaube ich. Ja, Kaffee trinken. Genau. Die gerne mal mit dem so ein Cappuccino schlürfen würden, auf Hafermilchbasis. Aber das musst du ja machen. Also das auf Tour jetzt genauso wird, bezweifle ich, weil manche nehmen natürlich ihren Freund mit, Pipapo. Ja, ja. Aber selbst wenn nur die Hälfte Frauen, ist ja Bombe. Ja. Also ich will jetzt nicht damit sagen, Frauen sind spendierfreudiger, aber man hat schon so, also die sind, weiß ich nicht, wie man es sagen soll. Ich will es auch nicht sagen, dass Frauen mehr verdienen, aber wenn Frauen. Also ich glaube tatsächlich, Frauen geben mehr Geld aus für so Events. Ja. Also einfach so Kultur, was erleben. Ich glaube, Mann chillt zu Hause, guckt Fußball, trinkt ein Bierchen. Safe. Mann holt schon ein Trikot, aber ja, Mann genau. Wird jetzt nicht so, weiß ich nicht, wenn jetzt Schweinsteiger einen Hoodie rausbringt. Ja, ja, wird den nicht jucken. Nee. Aber Frauen, wenn die supporten, supporten die halt richtig. Ja, voll. Und wenn die dich noch mögen, ist ja, dann kommt noch ein bisschen Herz dazu. Ist dann. Okay, ja, safe. Ich überleg mir mal was. Ja, mach mal was Schickes. Ich helfe dir gerne. Ich habe schon gemerkt. Aber das ist wirklich das. Stell ich mir Killer vor, Alter. Ja, ich bin gespannt, wer kommt dann jetzt, ne? Das wäre halt so. Ich war auch so gespannt, Alter. Wie war bei dir, als du alle gesehen hast, war so krass. Ich war so erleichtert. Ja? Ich war voll erleichtert. Weil, ich dachte es mir schon vorher und jetzt weiß ich es, das, was du auf der Bühne machst, zieht auch die Leute an, die du, also, ich habe den Humor halt, klar, dass ich jetzt keine Kinderfans habe. Ja, ja, normal. Klar, dass ich keine politisch korrekten Tinas da irgendwie rumlaufen habe, sondern das sind Leute, also viele natürlich vom Battle Rap, die den Humor feiern, rüberkommen. Sehr, sehr wenig Frauen, weil es halt auch brutal ist und ein bisschen menschenverachtend, hast du nicht gesehen, rassistisch so. Mhm. Der Altersschnitt war geil. Ich habe auch immer gefragt, so hier, wer hat einen Job, wer hat welchen Job? Und ich habe einen
ein berufstätiges Publikum. Deswegen, ich habe letztes Mal auch Merch verschlafen. Ja. Merch habe ich verschlafen. Deswegen auf der Tour mache ich es jetzt auch. Ja. Weil ich Feuerzeuge auch, dann und so. Feuerzeuge, auf jeden Fall. Nice T-Shirts. Ich habe eine, es kommt, ich weiß nicht, ob ich es so sagen darf. Ich sag's einfach. Es kommt auf jeden Fall eine Sonderedition Wein. Geil. Es wird so eine extra Tour-Edition limitiert für Weinflaschen geben, auf jeden Fall. Genau. Killer. Genau, sowas halt. Und dann halt danach hingehen. Smalltalk-Foto. Und da muss auch nicht jeder was kaufen. Aber einfach, dass man es im Angebot hat. Ja. Weil viele Leute sind auch so, wenn du schon mal da bist und die Leute unterhalten das für 2 Stunden, dann sind die auch dankbar. Dann bist du dankbar und dann willst du auch Geld aus. Guck mal, ich war jetzt zum Beispiel, ich war 2 Tage in London. Ne, habe eine Freundin in London bedient. Eine Freundin in London besucht und war mit der in einem Comedy Club. Den hat mir der Bruno empfohlen, Top Secret Comedy Club. Und die hat dann so Tickets da geholt und wir waren dann da. Eintritt war 3 Pfund, also nichts. Ne, wirklich nichts. Eintritt. Full House, 200 Leute, aber richtig eng und perfekt einfach. Unfassbare Stimmung, der Host war anormal und der hat die beste Spendenrede gehalten, die ich jemals gehört habe. Was hat er gesagt? Der hat es perfekt gemacht. Ich weiß nicht mehr genau den Inhalt. Der hat natürlich diese Vergleiche gezogen. Guck mal, wir haben ja das und das gemacht. Wir sind ein kleiner Club, wir sind neu. Wir holen hier die Leute an. Da sind halt pro Abend ist auch ein bekannterer Typ dabei. Die spielen hier so, ihr habt hier das und das. Wenn ihr das machen würdet, hättet ihr das und das ausgegeben. Geht voll ins Herz rein, so richtig auf Emotionen und haut danach noch so 2, 3 Gags raus, dass du halt so von oh mein Gott, stimmt, der hat recht zu. Und dann ist so, wo ist mein Geld? Ich will. Geil. Und dann steht er da oben mit so einem Rieseneimer. Und ich habe mal so halbwegs durchgezählt, wenn wirklich jeder normal gespendet hat, haben die einfach 6.000 Pfund Spenden. Okay, krass. Spenden. Einfach so. Netto in Tash. On top. Und natürlich geht was an die Comedians wahrscheinlich. Ja, geil. Aber ich wollte selber, und ich habe momentan nichts, ich hatte noch so für den Rest des Aufenthalts hatte ich noch so 40 Pfund. Aber ich musste auch einen 20 geben. Laber doch. Weil ich habe auch so gelacht und für mich war das so eine krasse Erfahrung und ich will jetzt nächsten Monat dann nochmal hin und das auf Englisch mal probieren. Geil, ja. Hammer. Also es war für mich so, ich habe das gesehen, ich dachte mir, okay, das ist das Level hier, was ist das für ein Host? Da war ein Mädchen auf der Bühne, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, die war 25, besser als alles, was es in Deutschland gibt und die hat da nicht mal einen Namen gehabt. Laber. Selbstsicherer, Punchlines, sah cool aus, hat mit der Crowd gespielt, die haben einfach auch einen anderen Grundhumor und einen Grundlevel. Würdest du auch sagen, also ich glaube nicht, dass es dort einfacher ist, sondern die Crowd versteht, dass die Teil des Ganzen ist. Safe. Und soll ich dir was sagen, wo ich auch ein bisschen stolz drauf war? Ich war da, habe mir das reingezogen und ich hab sehr viel gelacht und ich bin nicht leicht zum Lachen. Ich habe sehr viel gelacht, auch so mit. Und habe so gemerkt, ich bin so mit einer der Einzigen, die das so hart feiern. Dann dachte ich mir so, okay, entweder haben die das alle schon gehört oder das ist hier ein anderes Level. Ja. Und dann dachte ich mir aber so, nee, weil ich habe doch Ahnung von Comedy. Ich sehe einfach, dass das, was wir auf der Bühne machen, dass die Reactions nicht adäquat sind. Da bin ich zum Host, meine ich so, was ist das heute für ein Abend? Meint der wie? Meinst du, ich mache selber Comedy in Berlin, pipapo. Und ich meine, das Publikum ist nicht so geil wie das, was auf der Bühne stattfindet. Meint der ja. Und da dachte ich mir so, okay, krass, da war mein Gespür richtig, weil das, was wir auf der Bühne gemacht haben, die Comedy war krass, aber die Leute sind nicht ausgeflippt. Und da meinte er, gestern hatten wir eine Show, das war das Gleiche und die Leute waren, weil ich dachte mir so, gibt es in England keine Applaus-Breaks? So, es gab so 1, 2 über die ganze Show, das war zu wenig. Ja. So, aber das Gespür war richtig und ich wollte auch diese 20 Pfund geben, obwohl ich mir das nicht leisten konnte, weil das hat in mir so diesen Funken nochmal erweckt, entfacht, das vielleicht mal da zu probieren. Ich will einfach nur wissen, ob meine Sachen übersetzt da funktionieren oder wie die da funktionieren. Ja, ich glaube zum Beispiel, einfach nur meine, ich glaube, da hinten knallt es richtig krass. Ich glaube, von der Thematik her und von der Boshaftigkeit, von den Punchlines könnte es da voll knallen, aber ich weiß halt nicht, ob man so diese Taktung, diesen Redefluss in Deutsch, ob man den aufs Englische übersetzen kann und wie da die Sprachbarriere ist, weil man hört ja, ich spreche kein fließendes Englisch so, ob das dann vielleicht sogar noch mehr knallt oder weniger, ob es gar nicht ankommt, aber das will ich unbedingt wissen. Ja, ja. Und das war dieser Abend, das war so, ich bin da aus dem Laden raus, ich meine so, auch zu meiner Begleitung, ich meine so, ich komme nächsten Monat wieder. Meint ihr, was willst du machen? Ich gehe auf die Bühne hier. Geil. Die war auch so, ja, dann mach, Alter, dream big so. Ja, ja, voll. Das ist einfach nur ausprobieren. Voll Hammer. Aber das will ich unbedingt machen. Das ist geil. Auch, dass du es sofort annimmst, ne? Weil wie viele Leute sagen so, ja, ich will das auch, aber ich weiß nicht, so, ich will mal das gucken. Unbedingt wissen. Das ist halt voll geil. Ich will das so wissen, weil ich habe mir so, also ich weiß nicht, wie du, ob du ein Träumer bist, da frage ich dich gleich, aber bei mir ist das so, wenn ich mir sowas, und ich bin eher so Pessimist, Realist, ich bin jetzt nicht so nach dem Motto, ich kann das, irgendwann spiele ich voll so und so viel. Aber wenn ich mich da so sehen kann, realistisch, mich da sehen kann mit meinen Fähigkeiten und pipapo, dann kann das klappen. Ja. So, und das war da so. Und ich dachte mir, okay, wenn ich mir das schon so halbwegs vorstellen kann, vielleicht kann es ja funktionieren. Wie ist das bei dir?
ja, ich bin schon aufgrund meiner Vita wahrscheinlich auch, ja, ne, weil ich ja auch viel verzichtet habe in meinem ganzen Leben, schon so, dass ich mir alles schnappen will, was geht so. Wir haben ja Leute auch, also ich, na klar, es ist hier meine Community und ein paar haben bestimmt schon von dir gehört, vielleicht haben die auch Let's Dance gesehen oder kennen deine Comedy, aber weil du sagst, aufgrund deiner Vita hast du so eine, kennst du so diese Platten, die man auflegt? Ja, 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 so eine schmale Antwort. Ja, genau, was hat's eigentlich mit deinem, weil du hast, du bist hier. Ja, ist ja noch früh, ich bin ja abends immer angeschlossen. Ach so, okay. Ja, ja. Dann sag mal genau was, weil ich habe es auf der Bühne schon gehört, du hast mir auch schon ein bisschen was erzählt, aber. Ich habe Kurzdarmsyndrom. Also du bist auf die Welt gekommen, womit? Mit allem. Mit allem, was der Körper so hergibt. Okay. Ich hatte Darm, bla bla bla. Ja, gesund und bist du auf die Welt gekommen. Ich bin gesund auf die Welt gekommen. Und dann bin ich mit 8 Jahren krank geworden und mein Dünndarm ist abgestorben in meinem Körper. Okay. Und da ist dann kein Blut mehr durchgeflossen und dann musste der entfernt werden. Mhm. Und seitdem werde ich über eine Infusion ernährt. Jeden Abend. Ich habe so einen Rucksack, darin ist die Infusion aus meiner Brust guckt so ein kleiner Schlauch, aus dem Rucksack guckt ein langer Schlauch und dann wird das connected quasi jeden Abend und dann werde ich über 15 bis 17 Stunden jeden Abend ernährt. Das heißt, ab wie viel Uhr? Das kann ich immer frei wählen. Okay, ich kann es nach hinten schieben, aber es müssten 15 Stunden am Stück sein. Okay, und da kommt dann, keine Ahnung, Vitamine? Genau, Aminosäuren, Spurenelemente und sowas. Und, was mit normalem Essen? Das wird halt nicht verwertet, ne? Ich muss essen und ich kann normal essen, damit die anderen Organe wie Magen, Gallensäure, Leber was zu tun haben. Aber theoretisch, wenn ich nur essen würde, würde ich sterben und verhungern. Okay. Also du bekommst Nahrung. Hast du dadurch dann weniger Hunger auf normales Essen? Nee, ich habe richtig krass Hunger, Digga. Okay. Und musst du aber zurückhalten? Ja, ja. Nee, ich soll 12-mal pro Tag essen. Kleine Portionen immer und so. Okay. Ja. Und was passiert dann? Wie kann man sich das dann vorstellen? Also dadurch, dass quasi der Dünndarm dem Essen die Nährstoffe entzieht und jetzt nicht mehr da ist, ist die Infusion quasi als Ersatzpräparat da, läuft superior, also von oben hinter so einer großen Vene am Herzen. Ja. Und da pumpt es dann in alle Gefäße, damit man den Aber ganzen passiert, Verdauungstrakt. Aber was passiert, wenn du jetzt einen Burger isst? Also der wird verdaut. Also wie kackst du? Kackst du normal? Ja, flüssig halt. Immer? Ja, ja, immer Durchfall. Du hast einfach lebenslang Seit 20 Jahren, ja. Okay. Ich kann auch nicht furzen. Weil sonst immer was mitkommt? Sonst scheiße ich mir in die Hose, Bruder. Das ist nicht gut, ne? Ich kann seit 20 Jahren habe ich nicht gefurzt. Ich will nur sagen, also ich weiß nicht, ob das jetzt deine Entscheidung war, aber das ist keine gute, das ist keine gute Entscheidung gewesen. Laber doch nicht, krass. Ja, Mann. Also auf einer Seite natürlich geil, weil, also ich würde mich auch dann für nicht furzen entscheiden, weil manchmal ist es unangenehm. Ja, ja. Aber klar, wenn du immer, das kennen wir ja nur, also das ist unter dem normalen asozialen Volk als Bierschiss bekannt. Ja, ja, wenn genau, du den habe ich immer. Bier surft und dann hast du immer, dann musst du mal aufpassen, mache ich jetzt einen langen Schritt, lache ich jetzt zu doll. Oder ab und zu, ne, wenn richtig Druck ist, ne, und alle meine Freunde laufen weiter, dann bleibe ich so stehen, 10 Sekunden, ich drücke an. Mobiles Kacken einfach. Ich muss so zusammendrücken, die Backen, weißt du, so, und dann gucke ich kurz konzentriert und nach 10 Sekunden Krass, kann ich wieder weiterlaufen. Aber gehst du auf Toiletten? Ja, ja, klar. Okay. Ja, Mann. Also dieses Schlauch in deinem Rucksack, der ist nur für Essen. Okay. Nicht für Ausscheid, nur Essen. Geht nur was rein, nicht was raus. Okay, so auf einer Skala von 1 bis 10, weil bis 8, das heißt, du hast noch Erinnerungen dran, wie es war quasi, normal zu sein. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie, also natürlich hast du dich jetzt 11 damit arrangiert, ist ja klar, aber wie unangenehm oder wie sehr hinderlich ist das im Alltag? Ist das krass oder ist so, ich habe mich dran gewöhnt, ist eigentlich so bei 3. Oder ist so Boah, Samuel, jeden Tag so Alter. Meine Fresse. Ich würde schon alles, egal was, würde schon aufgeben. Ja. Das ist schon nicht so geil. Weil die Zeit ja, bis ich 18 war, war halt hart, ne? Hm. Ich bin 3-mal fast gestorben, ich war im Koma, ich war blind, gelähmt. Es war halt so voll. Aber wodurch? Durch die Krankheit. Okay. Du musst dir ja vorstellen, ich habe was im Körper, was eigentlich nicht dahin gehört. Das bedeutet, wenn so eine Entzündung ist oder so, selbst wenn ich Fieber kriege, muss ich sofort ins Krankenhaus. Okay. Ich war im Koma, weil Vitamine gefehlt haben, dann weil ich war blind, weil Vitamine gefehlt haben. Ich hatte schon Verdacht auf Leukämie und all so ein Quatsch. Okay, aber bist du jetzt halbwegs gesund? Ja, Alter, toi, toi, toi. Es läuft im Moment ganz gut. Ein Glück. Aber weißt du was, hör ich jetzt durch, aber weißt du, was auch geil daran ist? Du warst schon mal blind einfach. Ja, Mann. Du kannst einfach mitreden. Kennst du, andere müssen so raten.
Ich weiß nicht, was ist bei dir? Würdest du lieber blind oder taub? Du kannst sagen, naja, blind war ich schon mal. Ist scheiße, Bruder, ich schwöre. Nicht gut. Wie lange warst du blind? 6 Monate. Okay. Es war, wie ist das? Bruder, das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. Zu der Zeit kam bei ProSieben The Big Bang Theory raus. Okay. Und ich hatte halt immer ProSieben laufen und ich habe nichts gesehen, nur gehört. Ja. Und als du wieder sehen konntest, war direkt. Ja, ja, dann habe ich das erste Mal gesehen, die Figuren, und war richtig enttäuscht. Ja, ja. Du stellst dir was ganz anderes vor. Ich habe mir was ganz anderes vorgestellt, Alter. Krass, Alter. Ich war richtig enttäuscht, als ich die gesehen habe, Mann. Und wie lange warst du im Koma? 3-mal, ja. Einmal. Aber was war das Längste? Ein Jahr. Ein Jahr? Ja, als Krankheit angefangen hat. Und von was für ein Jahr war das? Weißt du das noch? 8 bis 9. Aber ich meine, was für ein Jahrgang überhaupt? 95. 95, also von 2003, 2004. 2003, 2004. Okay. Ich habe noch mitbekommen, wie Karisteas das Ding über die Linie gedrückt hat. Wirklich? Ich wollte gerade nach Fußball-EM. Das habe ich mitgekriegt. Cristiano Ronaldo in Tränen mit seinen weißen Dings, wo er Ohrringe im abgeklebt hat. Aber das ist aber auch krank. Du hörst so, ja, Otto Rehagel übernimmt jetzt Griechenland, dann wachst du wieder auf und die gewinnen einfach 1-0. Ja, Bruder. Wie krass ist das, Alter? Herakles. Crazy. Und für die, die es jetzt irgendwie denken, so, sowas, das doch, sowas. Wir sind beides Comedians. Und so redet man unter Comedians über solche Sachen. Wir sind auch Freunde. Und wir sind, genau, wir sind Homies, Alter. Das ist schon okay. Also, genau. Ich brauche jetzt nicht sitzen und sagen, ich glaube, wir müssen abbrechen, weil es nimmt mich zu sehr mit. Nein, also kommt ja, wenn jemand was Krasses erzählt, dein Comedy-Hirn wandelt das ja sofort um. Ja. Natürlich hat man trotzdem Mitgefühl, ja. Aber in erster Linie sind die Punchlines sind halt wichtiger als dein Wohlbefinden. So. Aber krass, Alter, okay. Ja, das hast du alles durch, ja. Weil letztes Mal hatten wir ja auch versucht, was auszumachen, da warst du auch im Krankenhaus, aber ja, das Mann. Hat sich irgendwie angehört, wie was, das ob es nicht jetzt so ein Notfall war, sondern irgendwas, was dich weiterbringt. Ja, ja. War es ein Eingriff? Ja, genau, also es gibt mittlerweile Spritzen, die ich kriegen kann, nach 20 Jahren, die dafür sorgen, dass der Dickdarm die Funktionsweisen des Dünndarms übernimmt. Okay. Und dann könnte ich nicht geheilt werden, aber dann müsste ich vielleicht die Infusion nur noch 5 Stunden pro Tag tragen. Ah, das, boah, stell mal vor, das wäre ein Upgrade des 1000. Das wäre ein Riesenvorteil, Alter. Ja. Das wäre richtig gut. Wenn das klappt, wäre, boah, das wäre richtig krass. Krass, dass du trotz all der, durch all dieser Rückschläge einfach noch so Lebensfreude ausstrahlst. Ich glaube, ich wäre noch miserabler. Ja, aber es gibt doch nur, entweder verkriechst du dich zu Hause und hast Angst vor allem oder suchst die Flucht nach vorn, Alter. Und das war so mein Ding. Ich glaube, ich hätte mich, glaube ich, für Alkohol und Fluchen entschieden. Ehrlich? Ich wäre so richtig grumpy. Ich würde trotzdem auf die Bühne gehen, aber mit noch mehr Hass. Doch. Noch mehr? Ja, noch mehr. Einfach also so richtig, Bierflasche werfen. Aber so hey, hartfällt. Also jetzt ist ja so, guck mal, also man kann mit mir normal reden, ja, ich habe eine ja. Tochter, so. Ich habe Freunde, ich bin jetzt kein Misanthrop, so. Ja, ja. Aber die Comedy ist halt misanthropisch. Aber das wäre dann wirklich, glaube ich, das wird dann. Das wäre so End oder was? Das auf jetzt alles, so? Also wirklich auf alles scheißen. Okay, also krass. Ab und zu nimmt man ja noch Rücksicht oder ist so, ja, okay, verstehe ich schon, aber das wäre dann wirklich so, das wäre dann wirklich roh, also noch roher, glaube ich, würde ich jetzt mal denken. Mhm. Kann auch sein, dass dann eine andere Seite durchkommt und sich denkt, okay, krass, mein Leben ist doch voll wichtig, es wäre fast vorbei gewesen, das heißt so. Jetzt. Und das ist auch bei mir, sorry, das ist auch bei mir, also ich denke mir halt so, ist auch wieder, ich glaube halt unheimlich hart an Gott so, okay. Weil auch wenn du so immer abends oder häufig abends alleine bist im Krankenhaus, dann bleibt dir auch irgendwie auch nichts anderes übrig. Ich habe auch, also sorry für die Unterbrechung, aber ich bin ja, wie gesagt, weißt du ja selber, ich bin ja ungläubig as fuck, ne? Und das Einzige, was man Religion halt wirklich zugutehalten muss, ist, dass es Leuten Kraft gibt. Auch wenn ich jetzt der Meinung bin, dass es eingebildet, entscheide für dich selber, aber wenn es dir Kraft gibt, so, du kannst nichts dagegen sagen, dass Religion vielen Leuten hilft bei, keine Ahnung, auf dem richtigen Weg finden, ob die Maßnahme richtig ist oder ob der Grundgedanke richtig ist, scheißegal, aber wenn du dich dadurch besser fühlst, so, dann mach. Ja. Und geh keinem damit auf den Sack. Ja, genau. Ja. So, das ist meine Sache so. Eine Sache zwischen mir und an was ich glaube so. Ja. Und keine Ahnung, ich denke mir halt so, okay, ich bin jetzt durch diese ganze schwere Zeit gegangen. Vielleicht wäre es ja auch cool für Kids, für Kleine, die das auch haben. Als Beispiel ist das Und Bombe. Dann kann ich Vorbild sein, weil 100%. Ich hatte nie eins. Ja. So, und die, vielleicht sagt dann irgendwie, ey, weil der nicht aufgegeben hat, gebe ich auch nicht auf. Ja. Also ich kenne das auch, ich bin auch derselben Meinung, wenn man, weil man steht auf Bühnen, man lächelt, man sieht gut aus. Also jeder, der auf Bühnen steht, steht generell erstmal gut aus, weil du unterhältst Leute, ist krass, Leute sind so. Und dann hast du Fans und Leute, die dich bewundern und feiern. Ja. Das ist erstmal schon mal wichtig, da gibt es tausende von. Und wenn du dann aber zum Beispiel, deswegen, ich bin auch mit meinen Schwächen und Misserfolgen genauso umgegangen wie mit den Erfolgen. Ja, also jeder weiß von meinem Finanzdilemma, jeder weiß, dass ich
Mietnomade war, Maximum spielsüchtig, dass ich vor 2 Jahren anfangen musste, Antidepressiva zu nehmen, weil ich einen Breakdown hatte. Ja. Ich weiß, ich war nicht depressiv, ich wollte mich nicht umbringen oder sonst irgendwas. Ich habe nicht gedacht, mein Leben ist so, sondern mein Körper und mein Geist haben zwar einfach alles, mein Leben war zu viel, einmal so runtergeholt. Ich lag dann da und ohne Tabletten konnte ich nicht auf Tour gehen können. Und aber ich bekomme ja mit, dadurch, dass ich ja genauso wie ich sage, ich bin der Geilste, sage ich aber auch, ich lag da wie ein Haufen Scheiße. Und dadurch bist du ja nahbar und zeigst eine andere Seite und super viele Nachrichten erreichen dich, wo du sagst, okay, krass. Die haben erstmal Fragen, was hast du genommen, wie bist du damit umgegangen? Und ich antworte auch jedem, ne, Therapie hier, da, wenn dann die Tabletten, die habe ich, nee, ich kann dir keine Tabletten empfehlen, aber die habe ich zum Beispiel genommen, das ist eine sehr geringe Dosis, Nebenwirkungen waren bei mir gar nichts. Kannst du mal probieren oder ansprechen beim Arzt so. Und das hilft voll vielen. Und genauso ist es ja auch dann bei dir, weil es wahrscheinlich Leute gibt, du bist ja nicht der Einzige auf der Welt mit dieser Krankheit oder in Deutschland. Ja. Und wenn die dann sehen, man, Dicker, der tanzt da bei Let's Dance rum, der füllt die Hallen. Was heul ich denn hier rum? So. Und ich bin mal, ich hatte Termin, das werde ich nie vergessen, ne? Ich hatte Termin in der Uniklinik. Und Düsseldorf oder was? Bitte? Düsseldorf? Münster. Ich hatte Termine Uniklinik Münster und da gehe ich immer alle 3 Monate hin zum Checkup und so. Ne? Die müssen immer alle Parameter checken und dann schauen, ob die Infusion so wie sie ist noch optimal für meinen Körper ist. So, und ich bin da und ich gehe raus. Ich laufe zu meinem Auto und ich habe so außerhalb geparkt, weil ich keinen Bock hatte, diese 30 Euro für diese Parkscheine da. Ja. Ne? Gar keinen Bock. War vor Let's Dance? Ja, ja. Und ich laufe ganz, ich voll, war auch geil, vor Let's Dance und ich so, ja, ja. Jetzt fahr ich rein. Ich fahr doch selber nicht mehr, Bruder. So. Und ich laufe über Ampel und ich bin am Laufen. Ich habe so Kopfhörer drin. Ich krieg gar nichts mit. Ich laufe. Eine Mutter, ne, nach dieser Ampel, nass geschwitzt, klopft auf meine Schulter. Ich so, ja, hi. Die so, du bist Toni, ne? Ich so, ja. Ich bin dir jetzt seit Etage 4 hinterhergerannt. Okay. Die ist mir original 800 Meter hinterhergerannt. Das ist nicht die schnellste. So. Oder läufst du schnell? Nee, die war, ich bin einfach, ich glaube, die hat nicht gedacht, dass ich das bin und hat mich so Zeit. Yeah. Und dann sagt die zu mir, meine Tochter hat Leukämie und die ist ein riesen Fan von dir. Ja. Kannst du ein Video machen? Ja, natürlich, sofort. Und dann bin ich mit der halt zurück zur Klinik gelaufen. Ach, die ist da, die war in der Klinik? Die war in der Klinik. Ja, was für Video direkt hin? Dann bin ich hingegangen und dann habe ich mich da 1,5 Stunden mit der Tochter unterhalten so. So. Und du kamst rein, die war wahrscheinlich so. Die war Schock. Ja, klar. Die so, oh mein Gott, die konnte gar nicht reden. Dicker, du liegst da, hast gar keinen Bock mehr auf alles. Deine Mutter haut gerade ab, denkst du, jetzt bin ich hier alleine. Kommt deine Mutter einfach wieder mit jemandem rein, den du feierst. Ja, Mann. Und der redet noch mit dir. Ja. Wie geil ist das denn? Ich habe 1,5 Stunden da mit der geredet. Ich habe doch ihr Essen weggegessen. So, Leukämiepatienten essen ja nicht. Ja. Dann kam so Essen und so. Dann habe ich so auf Witz, isst du oder kann ich deinen Pudding und so. Dann hat sie ein bisschen gelacht und sowas. Es war schon krass, das ist Alter. Geil. War schon krass. Weil es auch nicht so gezwungen ist. Es gibt ja auch diese gezwungenen Wohltaten, wo du so denkst, ist jetzt Promo, ist nicht Promo. Aber das ist so, das kennt man ja selber, dieses hassende Message für den. Oder ich, der und der ist, wenn das machbar ist, sofort hin, immer Video machen, Tipps geben und so. Weil wenn man in der Lage ist, das zu machen und jemandem damit zu helfen. Voll. Also dann, was soll ich sagen? Nein, ich gehe jetzt zu meinem Auto, hau rein. Ja, was genau. Ist das denn? Wir können ein Video machen, aber vierten Stock mache ich nicht nochmal. Ja, so. Und Aufzug geht nicht, ne? Treppen? Ja, nein, dann nicht. Doch. Ich habe Speiseröhre verstaucht. Doch. Ich kann nicht. Nee, das ist geil. Und einmal musste ich eine Show abbrechen, Alter. Ich habe gespielt. In Gesundheit? Nee, Bruder. Es war Bruder, ich habe gespielt in Duisburg, Marientor. Ne? Richtig schön, full, ausverkauft. Ja. Ich spiele da, ich war Headliner der Show. Ich rede über meine Krankheit. Ich rede über diesen Rucksack. Ja. So, das ist mein Rucksack, bla bla bla. Ich sage meine Krankheit, ich habe Kurzdarmsyndrom, mach einen Witz. Mein Joke ist ja, ich kann essen, was ich will, aber ich nehme nicht zu. Kennt ihr Jumbo Schreiner? Der hat das nicht. Ja, stimmt. So, ne? Und dann schreit ein Mädchen von hinten, ich habe das Gleiche. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, der das Gleiche hat. Weil die Krankheit super selten ist. Okay. Das haben nicht so viele. Okay. Und ich so, laber nicht. Und sie so, doch. Und macht so zeigt so ihren Rucksack. Crazy. Samu, ich habe geheult. Laber dann. Ich habe geheult und ich habe gesagt, ey Leute, ich würd gern weiterspielen und ich habe richtig Feuersachen, die hätten euch jetzt alle aus den Latschen gekippt. Ja. Aber ich kann nicht. Mir fällt nichts mehr ein. Aber weswegen jetzt? Weil du so hart mitgefühlt hast oder weil du dir dachtest? Das war mein Traum. Mein Traum war, ich fange an, ich stehe auf der Bühne und ich erzähle über mein Leben, über das, was mir widerfahren ist und wie schlimm alles war. Und dann gebe ich denjenigen, die das Gleiche haben, ganz viel Kraft, damit die sich da hinsetzen und rausgehen. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl gehabt,
ich habe so viel Kraft gegeben, dass sie sich ungezwungen gefühlt hat, ungezwungen genug gefühlt hat, rauszugehen, sich mit ihrem Rucksack, weil das wirklich, am Anfang denkst du dir so mit Rucksack, ja, ist kein Problem, aber es ist voll, ist voll Scham. Ja. Du gehst nicht gern mit so einem Rucksack und da guckt eine Leitung raus und alle gucken dich an. Und okay, dann war so mein Gefühl so, ich habe was verändert. Ja, ja, ist immer sichtbar. Okay. Also man kann sich clever mit einer großen Handtasche und dann... Nee, nee, du siehst immer den Schlauch. Okay. Und das war so, okay, Alter, ich hab was verändert. So. Ja. Wenn es nur für eine Person ist. Ja, und wenn es nur, genau. Ja. Und ich dachte mir, okay, was, Alter. Also warst du so emotional gerührt, ja, oder was? Ich konnte krass nicht mehr spielen. Okay, krass. Das ist krass. Aber dann bist du ja generell so ein jemand, der so, weiß nicht, schnell Freude empfindet, schnell traurig wird, so nah am... Traurig gar nicht. Nee? Du kannst mir das Schlimmste sagen und ich mach so, okay. Aber so emotional? Emotional. Ja. Wenn was Gutes passiert, ja, dann kann ich das nicht glauben, dass kannst mir du, was kannst Gutes du, passiert. Hast du Freudentränen schon mal geweint? Immer. Ja? Ich habe bei Let's Dance geheult, Bruder. Okay. Ich habe bei Let's Dance geheult einfach. Ich habe ja die erste 10 gekriegt, wegen meines Tanzes. Ja. 10 Punkte einfach und ich habe geheult. Ja, okay. Wenn das noch natürlich ist, Alter, klar kaufen die Leute Tickets, Alter. Du bist so crazy, Alter. Du bist einfach das, man kann dich nicht haten. Ich überlege schon die ganze Zeit, aber man kann dich wirklich nicht haten. Du bist unhatebar, Alter. Krass. Aber geil, Alter. Warte mal, 95er bist du? Ja, Mann. Das heißt, du bist jetzt 29 oder was? 28. 28. Wann wirst du 29? Oktober. Oktober. Das heißt, boah, Alter, beim 30. hast du dann deine größte Tour hinter dir, Let's Dance hinter dir. Ja. Dir geht's gut. Wahrscheinlich bist du sogar noch gesundheitlich, geht's dir wahrscheinlich sogar noch besser als jemals zuvor. Hoffentlich, Alter. Und das, obwohl... Wo ist die Party? Aber wo ist die Party? Die Party? Ja. Boah. Mal gucken, ja? Sag Bescheid aber. Safe, safe. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, ja. Wir machen fertig. Wir machen geil. Toni wird 30, Alter. Ich werde 30. Das wird Abriss. Ja. Ich überlege so freizeitparkmäßig. Nein. Mieten, Bruder. Das ist doch Kacke, Alter. Was laberst du? Ich will nicht in deinen Geburtstag reinreden, aber ich will doch nicht Achterbahn fahren, wenn du Geburtstag nicht hast. Nicht Achterbahn, Bruder. Vertrau, vertrau. Ja? Ja, ja, vertrau. Okay. Weil du weißt... Also, ja, ja, ich vertraue. Ich vertrau also, mir, Bruder. Okay, ich vertraue dir. Vertrau mir. Ja. Toni wird 30. Hier ist der Autoscooter. Auf gar keinen Fall. Nein, Bruder, du stehst daneben, guckst böse. Okay. Nein, vertrau. Es wird gut. Sehr schön, Alter. Es wird richtig, richtig killer. Geil. Das ist schon alles insane so. Ich check's ja selber nicht. Ja. Samuel, es geht schnell. Weißt du, wie häufig ich... Es ging schnell. Alter, im Hotelzimmer einfach wach liege, weil ich nicht pennen kann. Ja. Und ich frage mich, warum habe ich nie den Glauben an mich selbst verloren? Mhm. Weil das waren genug Situationen, wo ich das hätte machen können. Mhm. So. Und ich check's nicht. Ja. Ich verstehe nicht. Ja, vielleicht, weil du auch das Glück hattest, dass dir das alles sehr jung passiert ist, weil dann ja macht man einfach, man funktioniert, ist halt so, ich bin ein Kind. Ich glaube, wenn das einen mit, ob das überhaupt geht, weiß ich nicht, aber wenn das einen mit Mitte 20 irgendwie erwischt oder mit 30, wo du schon im Leben stehst, ja, gelebt hast, erwachsen bist, dich an einen gewissen Standard gewöhnt hast, dann fickt das, glaube ich, nochmal mehr ja, rein. Ja, 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 das kann ich mir auch vorstellen. Aber so ist ja deine... Das war meine Realität einfach, ne? Ja. So. Und das war... Wurdest du gehänselt? Ja. Bruder. Ja. Na klar, Mann. Ich wurde so hart gehänselt, ja, aber nicht nur wegen der Krankheit, nee, nee, sondern ich bin klein. Du bist klein, du bist meine dünn. Meine Mom ist schwarz. So, ich wurde wegen allem Möglichen, wurde ja ich eigentlich immer durch den Deine Mutter kommt woher? Brasilien. Brasilien, okay, ja, dann ist sie so Brasilien-schwarz. Das ist ja nochmal ein anderer Ton so ein bisschen auch. Ja, ist so ein bisschen, ja, aber schön auch. Ja, ja, voll schön. Ja, ja. Die schönste Haut. Das, und Papa? Papa Deutsch. Papa Deutsch, okay, ja, so Klassiker mit Urlaub und dann mitbringen, oder? Nee, nee. Wie war? Meine Mama ist hier geboren. Okay. Und dann haben die sich hier, glaube ich, in der Diskothek kennengelernt, wie das so früher so war. Ja, und bei meinen Eltern auch. Ja, ja. Früher war ja so, da war ein Mann noch. Er ist hingegangen, hey, stell's mir. Ja, ja. Heute ist so, hey, auf Dings, Instagram. Hast du Insta? Ja, also du schickst Blitz. Ja. Hund kommt zurück, und keine dann Ahnung. Jetzt? Was nee, vor allem nicht. Ja. Das ist ganz komisch geworden. Aber so war das halt. Und dann, irgendwann musste ich mich dann entscheiden, ne? Entweder ich kann mich halt, sind wir ehrlich, jeden Faustkampf verliere ich. Ja, oh, ja. Egal was, ja, ja, egal wer da ist, selbst, also jeden, egal wann, ja, ja, ich verliere den Faustkampf. Ja. Aber dann dachte ich mir, okay, den Witzigen, den mögen alle. Ja. Den Witzigen, den Charmanten, den Schlagfertigen, mit dem will jeder cool sein. Mhm. Und dann war ich einfach das. Okay. Und so ist es dann immer weitergegangen. Und dann habe ich irgendwann so Krankenschwestern zum Lachen gebracht im Krankenhaus, ja, und so, weil ich mir dachte, okay, wenn meine Mutter und meine Oma und so nicht gekommen sind, nicht da waren und ich habe die Krankenschwestern zum Lachen gebracht, dann bin ich nicht allein, dann kann ich bei denen essen im Schwesternzimmer. Okay. Und dann durfte ich bei denen im Schwesternzimmer essen. Ja. Und so.
Okay. Das war immer. Jetzt macht's auch, ich glaube, daher rührt das auch ein bisschen, dass du lieber mit Leuten alleine im Auto fährst, ja, weil du was zu erzählen hast, ja, als dass man so, ja, mit sich alleine ist, in meinem Kopf, das passt schon. Und so. Ich rede eh genug mit mir selber, ich brauche jetzt nicht noch. Du hast immer Expertenmeinung, wenn du mit dir, ja, selber redest. Oh, so sagst du. Habe ich wirklich? Oder ist das ein generelles Sprichwort oder meinst du jetzt auf mich bezogen? Nein, auf dich bezogen. Ach, okay, gut. Ja. Ja, der Meinung bin ich aber auch. Natürlich. Spaß. Natürlich kommt es auch mit anderen. Ich bin jetzt nicht, ich rede auch gerne mit Leuten. Aber wenn halt so eine lange Fahrt ist oder irgendwie sowas. Aber das ist natürlich auch, das ist dann, also jeder hat ja so seinen Weg in die Comedy gefunden. Manche, weil die nicht bumsen konnten, ja, manche, weil die einfach nur auf die Bühne wollen aus falschen Gründen, manche, weil die Vorbilder haben und dann sich da reinfuchsen, manche, weil die ein Talent haben, manche, weiß nicht, einfach aus Schnapsidee. Aber das ist eine geile, das macht unfassbar Sinn, warum du auf Comedy-Bühne stehst, genauso wie du bist und Leute zum Lachen bringst. Das macht ja, das macht nur Sinn einfach. Ja. Aber wann kam denn dieses, ich muss mal selber auf die Bühne. Warst du vorher mal zu Gast auf Comedy-Shows? Gar nicht, Bruder. Nee? Gar nicht. Okay. Dicker, das war, ich habe meinen Abschluss gemacht, aber so richtig Schrottabschluss, ne? Dann habe ich Warst du so Duisburg-Realschule? Ach, Duisburg-Realschule, Bruder, diese Haupt, ja, ich war doch nie da. Okay, ja, stimmt, okay. Und dann war so, okay, aber ich muss irgendwas schon aus meinem Leben machen, das ist keine Ausrede, weil irgendwann sind die Ausreden auch vorbei. Ja. Wie oft willst du sagen, ja, ich war krank? Ja, ja. Irgendwann juckt keinen. Ja, gibt's so, aber auch Leute, die das machen. Ja, aber um nach vorn zu kommen. Bist nicht du. Genau, dann, ja, funktionieren Ausreden nicht. Mhm. So, geht halt nicht. Dann habe ich Realschule gemacht und dann Fachabitur. Okay. Und da war mein Lehrer. Das ist, ne, ja, in Duisburg wie Harvard. Ja, ja, also ja. Ich war damit wahrscheinlich überall, ja, wo ich war, nicht gebildet. Die Leute haben ja Spalier gestanden, da kommt Toni. Der Doktor kommt. Da kommt der Genie. Ja. Ich habe Döner umsonst bekommen, jedes, geil, Mal, egal wo. Geil. Und dann war Schulleiter von mir, hat dann, weil ich auch in der Schule, ich war so ein Durchmogler, ne? Mhm. Ich war jetzt nicht so der brillanteste Schüler, aber ich habe immer so einen Spruch gebracht, den fanden auch die Lehrer witzig und dann, ja, habe ich eine 4 gekriegt. Ja, komm, ja. So, ja, der macht das, der wird schon, mhm, das wird einer. Und dann habe ich so, hat er mich so angeholt, hat gesagt, so, ja, was ist immer mit Abschlussklasse moderieren und so, haben so Bock drauf. Und ich dachte, ja, klar, komm, erzähl ich ein paar Sprüche, bin ein bisschen witzig, das wird schon gehen. Und dann habe ich das da gemacht und dann war Ende und dann sagt er zu mir, was ist denn mit Kabarett? Und ich glaube, der wusste nicht, was Comedy, ja, ja, war. Sagte, Kabarett, was ist denn, ja, mit Kabarett? Und ich dachte mir, da musst du so voll sozialkritisch, ja, sein, ja, voll, und so gebildet. Und so, ne? Ich dachte mir, der hatte nur Scheiße im Hirn. Was für, ja, Kabarett? Was soll ich denn da erzählen? Ist der, mhm, doof oder was? Und ich sagte zu denen, nein, nein, ich will jetzt. Ich gehe studieren, Bruder. Ja. Ich habe ja nur Fachabitur gehabt. Mhm. Also habe ich, mhm, so Privatuni-Studium gemacht. Digga, ich bezahle immer noch. Okay. Ich habe richtig reingekackt, ne? Weil, okay, ich war auch nie da. Mhm. Ich war einfach eingeschrieben. Nicht mal Ticket hat sich gelohnt. Was kostet denn? Was für einen Studiengang hast du dir ausgewählt? Ich habe erst Ernährungsmedizin studiert, weil ich, okay, dachte, ich studiere dann meine Krankheit, ja, ja, und helfe dann Kiddies. Und dann musste ich irgendwann so vegane Wurst probieren, hatte ich keinen Bock mehr. Okay. Da habe ich Straight gedacht, so, sehr gut. Nee, das ist dann doch nicht das, was ich machen will. Und danach habe ich Psychologie studiert. Was zahlt man privat und was zahlt man? Da habe ich 450 bezahlt. Im Monat? Ja. Und dieses Psychologiestudium 890. Ja. Aber wie hast du das denn gemacht? Kredit genommen oder was? Ich habe BAföG, ja, und gleichzeitig bei Thyssen so gearbeitet? Ja, ja. Ich habe so Tonnen geschrubbt. Krass. Du hast im Blaumann gearbeitet? Ja, ja. Okay. Das war, auf Schicht oder was? Ja, ja. Die Tonnen waren klein. Ich war der Einzige, der reingeblendet hat. Crazy. Funktioniert, Alter. Krass. Und dann habe ich ja diese Ernährungsmedizin gemacht, ne? Und da war so Blockunterricht. Mhm. Du bist 2 Wochen da, 2 Wochen weg. Und es war voll scheiße. Und mir fällt es ja eigentlich einfach, mit Leuten so Kontakt. Mhm. Ich hatte keine Freunde, gar nichts. In der Schule? In dieser Uni, Digga. Ja. Keiner wollte sich mit mir auseinandersetzen, gar nichts. Und da habe ich mir gedacht, okay, was soll ich machen, Alter? Und da mache ich Netflix. Erstmal in meinem Leben habe ich Netflix von Kollegen gezogen, ne? Natürlich. Ich mache an, Bruder, Kevin Hart, erstes Programm. Ja. Ich gucke. Was ist die Grown Ass My Little? Nee, das war Seriously Funny. Okay. Ich gucke. Mhm. Ich bin durchgedreht, ne? Okay. Ich so, oh mein Gott, ich will das unbedingt machen. Aber in meinem Kopf war so, ich kann doch nicht jetzt zu meiner Oma gehen und sagen, ich mache jetzt Comedy. Ja. Das ist, als würde ich sagen, ich werde Zocker. Also erstmal, das ist ein komischer, ja, Gedankengang auch. Aber du siehst das und denkst dir nicht so, das ist lustig, sondern das will ich machen. Ja, Mann. Das ist kein normaler Gedanke, wenn man Comedy sieht eigentlich. Ich habe das gesehen und ich denke mir so, oh mein Gott, das, ja, Mann. Ich muss. Aber auch, weil der so klein, Opfer, ja, lustig. Ja. Genau, ich habe mich gesehen einfach. Okay.
So, und dann dachte ich so, ich muss das machen. Und dann dachte ich mir aber gleichzeitig, ich kann nicht zu meiner Oma gehen und sagen, ich mache Comedy. Das hört sich an, als würde ich sagen, ich will Zauberer. Ja, ja, voll. Es geht ja nicht. Ich schmeiße Kartentricks auf der Straße, so. Ja. Und dann, ich schwöre, als würde ich so Dings, Kreuzung stehen mit diese, ja. Gib mal 50 Cent. Und dann habe ich Studium abgebrochen, habe mich dann hier bei Dings eingeschrieben, Psychologie. Ja. Voll scheiße, Bruder. Ich habe gar nichts gerallt. Ja. Ich habe einfach geraten. Ich habe nicht da gelernt. Da hast du gemerkt, das ist Fachabi. Das ist, boah, ja, anderes Alter, Level, ne? Das war richtig, scheiße. Ich habe da gar nichts verstanden. Und dann dachte ich mir wieder, was soll ich machen? Und ich gucke, zweite Programm, Kevin Hart kommt. Okay. Ich klicke drauf und dann habe ich alles gleich, ich mache das. Ja. Und dann habe ich alle angelogen, habe mir dann gedacht, okay, ich gehe jetzt arbeiten und hol nebenbei mein volles Abi nach und ja. Dann mache ich Lehramt, weil dann habe ich Zeit, ein bisschen Comedy zu machen, ich muss ja eh nicht arbeiten und so. Aber du musst dich ja irgendwie anfangen zu informieren, wo du überhaupt auftreten kannst. Bruder, NRW ist tot eigentlich. Ja, Bruder, ich habe angefangen in Corona. Ne? Ach, krass, du bist ein Corona-Comedian. Ja, ja. Stimmt, und du machst ja noch nicht so lange. Und krass. Da gab es ja gar keine Bühnen. Nee. Und ich wusste ja auch nicht, wie man anfängt. Ja. Und dann habe ich meinen Schulleiter angerufen, habe gesagt, ja, was ist mit der Kabarett-Sache, steht die noch? Und dann sagt er, ja, wir machen einen Auftritt nächste Woche. Und ich so, ja, okay. Das hört sich ganz schlimm an. Hör zu, ich so, oh ja, okay. Wie geht das denn? Ja, schreiben Sie mal anderthalb Stunden. Dann habe ich da anderthalb Stunden geschrieben. Ich gehe auf diese Bühne, ich dachte, die sagte nur Lehrerkonferenz. Ne? Ich dachte, das sind 20 Leute. Der hat einfach meine Abschlussklasse eingeladen und so 3-4 andere Klassen. Da waren 500 Leute, Bruder. Und du sollst alleine Solo spielen? Und ich habe Solo gespielt. Dein erster Auftritt war ein Solo? Mein erster Auftritt war ein Solo. Das ist so eine geile Story, Alter. Dicker. Boah, ist das krank. Und aber was denn, also ist der jetzt ein Genie oder ist der ein Bastard? Das war Genius. Das war, aber es ist ein Bastard-Move zu sagen, schreib anderthalb Stunden, hier sind 500 Leute, jetzt deal with it. Ja. Aber natürlich genial im Endeffekt. Bruder, es war wirklich, weil danach war so, tschüss, das will ich haben. Hat geklappt. Es hat geklappt, Bruder. Man kann sich anderthalb Stunden gar nicht merken. Ich habe einfach mein Leben erzählt. Okay. Ich habe erzählt. Aber du weißt ja nicht mal, was eine Pointe ist. Gar keine Ahnung, Bruder. Ich wusste, ich konnte schon immer Geschichten erzählen. Ja. Und ich red mich in Rage, das wird schon. Ja. Und ich wusste, mein Leben war richtig tragisch. Aber wo Tragik ist, ist Comedy. Safe, ja. 100 Pro. Und dann habe ich die Tragik daraus einfach erzählt. Ja. Und dann die Comedy gemacht. Ja. Dass ich im Koma war. Aber? Und Hassan hat mich angerufen, als ich wach geworden bin und gesagt hat, wo bist du? Und ich sag, Koma. Und der, warum sagst du nicht Bescheid? Ja, das ist krass. So, und dann war ein Lacher da. Aber das ist eigentlich eine super simple Formel. Aber du musst natürlich erstmal so eine geile Story haben wie du. Ja. Um dann aus, das ist ja geil, das ist ja für jeder Satz kann ja so aufgebaut sein. Ja. Ich war blind. Aber, ja, genau. Und dann ist noch Real Talk, ist ja Killer. Ja, das war genau das. Ja. Ich sag, ich war blind, ich wollte einen Kollegen besuchen und vor meiner Haustür war eine Hecke. Ich habe einfach zwei Stunden. Das ist mein Joke. Das ist überragend. Alter. Zwei Stunden, ich komme nicht voran. Ich habe gehört, wie hinter mir Kanaken Becken abgeschlossen haben. Murat, der schafft heute wieder nicht. Und dann bin ich reingegangen. Geil, Alter. So, ich höre nur Klimper. Das heißt, deine Comedy hat sich auch gar nicht großartig verändert. Dann ist wahrscheinlich nur noch ein bisschen, weil du jetzt mehr Erfahrung hast. Ja, ja. Ist halt präziser einfach. Ja. Und es hat mehr Gag. Krass, so. Alter. Dann hatte ich einen Gag ganz am Ende. Ist auch so passiert. 14 Jahre alt, ich bin im Krankenhaus. Wegen hohen Leberwerten. Der Arzt kommt in mein Zimmer, sagt, wir haben gute Nachricht, schlechte Nachricht. Ich so, ja, deine Leberwerte werden besser, aber wir denken, du hast Depression. Ich bin 14, ich habe gar keine Ahnung, was das bedeutet. Meine schwarze Mama kommt rein, sieht, wie ich am Boden zerstört bin. Ich guck die an, die guckt mich an und sagt, was ist los? Ich so, Mama, der hat gesagt, ich habe Depression. Meine Mama sagt, du hast keine Depression. Depression ist was für reiche Kinder. Die kenne ich von deinem Dingsbums. Das ist ja, so. Die kenne ich von deinem Programm, ja. So, weißt du, ja. Das sind so. Aber hat die sowas Ähnliches gesagt, oder hat sie so gesagt? Das hat die gesagt, das okay. War genau so. Weil das ist super selten, dass im wahren Leben was passiert, was du wirklich eins zu eins auf der Bühne so erzählen kannst, an Sprüchen. Ja. Du kennst das ja wahrscheinlich, das können wir jetzt mal sagen, für die ganzen Leute, weil es hilft, glaube ich, den Comedians und auch den Leuten. Du kennst das ja, wenn du Leute kennenlernst und so, was machst du beruflich? Du bist Comedian. Sei doch mal lustig. Sagen dann die Leute, die gar wirklich... Die sind so, da weißt du schon, okay, Schublade auf, kein Humor, okay. Ja. Dann gibt's ja die Leute, die sagen, du sagst, du bist Comedian und dann redest du so mit denen und dann sind die aber mit mehreren Leuten und dann passiert irgendwas, wo die denken, das ist lustig und dann sagen die so. Kannst du nehmen. Kannst du nehmen. Gehört dir. Kannst du nehmen. Kannst du in deiner Show ruhig erzählen oder nicht, dass wir in deiner Show vorkommen, wo du dir immer denkst. Reicht noch nicht, nie. Bruder. Ja. Nein, reicht nicht. Du hast offensichtlich das Prinzip nicht verstanden. Aber denen
erklärst du es einmal und dann machen die es auch nicht mehr. Ja. Oder machen dann, wenn die geil sind, machen die das dann so das nächste Mal nach dem Motto, kannst Spaß. So, dann haben die es verstanden. Aber diese erste Kategorie mit dir dann, warum bist du denn da nicht lustig? Warum, das ist so, zwischenmenschlicher Humor ist, glaube ich, schon mal so unterirdisch. Ja. Genau, deswegen kann man schon mal ein für alle mal sagen, also das sind auf jeden Fall Sachen, die Comedians nicht hören wollen. Sei doch mal lustig, du bist ja gar nicht lustig, weil wie gesagt, ich habe ja auch dieses Ding mit Schreiner, mach mal, keine Ahnung, oder Kfz-Mechaniker, schraub mal. Job ist auf der Bühne, so ist so. Ja. Ne? Ronaldo läuft nicht mal mit dem Fußball rum. Ja. So, du kannst, gehst stell dir vor, er hätte Mercurial an, wenn er einkaufen geht. So, und die Leute würden dich ja für behindert erklären. Stell mal vor, wir werden wirklich immer lustig. Die nach einer Woche würden die sagen, Digga ist behindert. Ja, Bruder, mit dir kann man nicht ernst reden. Ja, so, das, aber so weit denken ja die meisten auch nicht. Und dieses kannst du ruhig nehmen, braucht niemals einen Nicht-Comedian zu einem Comedian sagen, weil wenn er es nehmen kann, merkt er es selber, holt Handy raus, speichert. Ja, 100%. So. Und dann meint er auch nicht euch oder euren Wortlaut, sondern hat irgendwas gehört, was der dann umformuliert, in eine andere Situation reinpacken kann. Ja. So, dass das einmal schon mal klar ist auf jeden Fall. Und das kennt einfach jeder Comedian. Ja. Das ist immer, so krass. Immer. Ey, die denken ja, guck mal, was wir machen, ist ja Storytelling. Ja. Es ist ja nicht Joke-Telling. Joke-Telling ist ja, was sagt der Hund zur Katze? Joke-Telling ist Markus Krebs. Ja. Ja. Was sagt der Hund zur Katze? Ja. Kommen drei Pferde in eine Bar. Kommen drei Pferde in eine Bar. So, ein Pony weg. Das ist ja, wir machen ja Storytelling. Wir erzählen ja eine Geschichte. Das sind Bits, das sind Sets. Selbst wenn es keine Geschichten sind, es gibt ja auch One-Liner. Genau. So, ja. Aber da ist ja immer, das hat ja eine bestimmte Struktur. Es gibt Prämissen, es gibt Themen. Genau. Ja. So, und das ist, ich glaube, das verstehen die ganz selten. Ja, oder vielleicht sieht es auch so leicht oder lockerflockig aus, wie einfach so erzählt, dass dann halt viele denken so. Das safe. Deshalb kommen ja auch immer irgendwer, der sich noch nie Gedanken drüber gemacht hat, was er erzählen will, stellt sich auf die Bühne und sagt, ich mache einfach mal und stirbt. Ja, natürlich. Weil, aber dann lasse ich auch gerne sterben. Ja, also wenn so jemand ankommt und sagt, Digga, ist nicht so schwer, oder? Sag ich, und ich merke so raus, der denkt, der kann, sag ich so, nee, ist wirklich nicht schwer. Ja. Soll ich einen Spot besorgen? Ja. So, ich besorge den Spot, ich komme mit. Direkt Flash. So. Wie soll das funktionieren? Ja. Und dann hast du auch viele so Halb- oder Dreiviertel-Comedians oder Drittel-Comedians, die dann so sagen, ich habe ja schon so 20 Auftritte, so 20 Minuten habe ich schon. Ist so, okay, das ist eine krasse Quote, Bruder, dann bist du ein bisschen Übertalent auf jeden Fall. Ja. Und dann sind das aber die, die in ihrer Stadt auftreten, wo 10 Homies mitkommen und dann sagen, Dicker, sagt dir ehrlich, wie war, Alter, ich stand auf der Bühne, ich habe einfach geredet, die Leute sind gestorben. Ich so, okay, dann, du bist krass dann, dann bist du wirklich krass. Also ich zum Beispiel als dunkelhäutiger, rassistischer, islamophober, frauenhassender Comedian, ich wusste erst, dass das überall funktioniert, als ich mal in Bayreuth in einem Brauhaus vor 70-Jährigen Weißköpfen, die so waren und dann am Ende gestorben sind. Ich wusste erst dann, dass es wirklich überall zieht. Ja. Ich finde immer geil, ist gar kein Hate oder so, ne? Aber ich lache mich immer kaputt, wenn die einfach dritter Auftritt, die setzen sich auf Hocker. Ich sterbe, Bruder. Ich will sterben. Auf einmal Dave Chappelle. Aus nichts, Bruder. Aus nichts. Ja. Aus nichts, Bruder. Ich sterbe, Bruder. Ja, das ist wirklich, also es ist auf jeden Fall, also es ist lustig, wer sich für Alter. Also deswegen, Comedy ist so geil. Also es gibt, zum Beispiel Fabi Rommel ist ja so, aber läuft einfach rum, wie als wenn der ein Open-Micer wäre und keine Spots bekommt. Ja, ich schwöre. Und dann gibt's halt wirklich Leute, die, keine Ahnung, machen Opener für irgendjemanden, der gut ist oder, wie gesagt, treten 20 Mal, weiß nicht, in Stuttgart oder Frankfurt auf vor Homies und sagen dann, ich hab 20 Minuten, lass mich mal jetzt langsam Headliner spielen. Ja, also das ist krass. Das ist wirklich krass. Und das ist krass. Ich habe mal mitbekommen, Alex hat gespielt, ne? Stolt. Alex Stolt hat gespielt, Headliner. Mhm. Und dann, ich war in einer anderen Show, ne? Und ich höre so, du trittst dann vor Alex auf. Und dann sagt er so, dein Ernst? Ich bin durchgedreht, ne? Guck mal, ich erkläre dir eine Sache. Schon mal super. Egal, wer vor mir auftritt, ne? Mein Auftritt ist davon unberührt. Ich rasiere immer. Und da dachte ich mir so, alles klar, du hast noch nie vor jemanden, der richtig rasiert, nein, wo kein Funken Erde mehr da ist, Alter. Bist du aufgetreten? Sag's mir gleich, wer das war. Kann ich dir das oder sagen? Oder kannst du auch hier sagen? Nein. Okay, schade. Das war so witzig. Ich war einmal in einem Backstage, das ist auch wieder so hart witzig, ne? Ey, Samuel, ich bin Backstage. Und vor Shows ist so Ritual von mir, ich rede da nicht so viel. Außer, da sind so wirklich lange, Fokus. So, ich habe lange Zeit jemanden nicht gesehen. So.
ich rede nicht, Bruder, ich chill für mich alleine, ich gehe durch, so, weil für mich auch Open Mic ist halt auch eine Art von, ist auch professionell, muss auch gut sein. Ja, sehr. Und dann reden die im Backstage darüber, ich bin durchgedreht, Bruder, wie die Mikro halten. Okay. Ich konnte nicht mehr. Mhm. Einer sagt, ich halte Mikro jetzt so, weil das passt viel mehr zu meinem Charakter auf Bühne. Und ich dachte mir so, Bruder, halt doch Mikro wie ein Mann, Bruder, das ist doch scheißegal. Also, also jeder Comedian hat sich schon mal Gedanken darüber gemacht oder weiß, wie er sein Mikro hält. Mit Hand. So, es gibt Leute, die halten unten so, also es gibt natürlich verschiedene Arten, aber du hast halt nicht dieses, also wenn du dir denkst, also du fängst ja einfach an. Ja, genau. Natürlich. Und irgendwann weißt du, so halte ich das, das ist meine Hand. Ja. Oder ich mache manchmal so, wenn es laut wird oder so. Aber, ja, ja. Aber du kannst dir selbst darüber Gedanken machen, aber dann mach das doch nicht, dann sag das doch nicht laut vor anderen. Und vor allen Dingen, wenn du nicht Felix Lobrecht oder keine Ahnung, oder Serdar Somuncu bist, wo es auch interessant sein könnte für mittelmäßige Comedians zu wissen, wie das die ganz Großen machen, einfach optisch mal auch Gedanken machen, aber dann, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht keiner von dem Kaliber war. Es war nicht mal, er hat auch nicht gekillt danach. Ja. Also es hat nichts, also das, wie es Mikro gehalten hat, hat am Ende es war nicht ausschlaggebend, sagen wir mal so. Nichts für den Auftritt getan. Ja. Keiner kam danach, boah, deine Jokes waren scheiße, aber wie du Mikro gehalten ich hast. Ich hab genau gesehen. Das war geisteskrank. Das war so hier dieser Teetasse, ja. Scheiße, Mann. Nee, das ist wirklich geil. Also, aber das, was das Allerbeste ist, am Ende fällt es immer auf. Also am Ende, du bist im Backstage, Leute haben große Fresse. Wenn ich mit Leuten bin, mit denen ich cool bin, natürlich habe ich auch große Fresse so. Aber nur weil ich weiß, ich kann das liefern, ich sehe das Publikum. Du backst das. Ich back das. Ja. Und dann hast du halt dieses, und dann hast du diese Auftritte und es treten nun mal alle am selben Abend auf. Ja. Und es gibt, niemand rasiert immer gleich, also es ist nie so, dass alle fünf gleich abliefern. Ja. Es gibt ein Gefälle. Ja. So, und dann gibt es aber immer noch Leute, die dann sagen so, ist auch nicht, Alter, bei mir, irgendwie waren die nicht, irgendwie waren die, nein. Nicht, die waren nicht, die waren. Hast du gesehen? Alle waren so, ja. Hast du gehört? Ja. Theoretisch wäre möglich gewesen. Das ist immer das Beste, oder? Ja. Das dann nicht eingestehen. Ja, die, genau. So immer, ja, also guck mal, ich bin auch auf Bühne gegangen, dann war auch kalt, ja. Ja. Es gibt das gar nicht, es gibt doch keine kalte Bühne. Geh doch einfach drauf. Es gibt keine kalte Bühne. Und soll ich sagen, was auch nicht gibt? Heute irgendwie bin ich heute. Also wenn du heute nicht vom Auto überfahren wurdest. Ja. Du bist vor der 10 Minuten vor Auftritt, Minimum bist du angespannt, gehst auf die Bühne, Adrenalin. Guck mal, ich weiß nicht, ob du es schon mal hattest. Ich bin mal in Wuppertal zu einer Show gefahren, so eine geile Uni. Mhm. Und ich habe auf dem Weg dahin die ganze Fahrt lang Keuschhusten gehabt. Also wirklich und heiser und Dingsbums. Du hast beim Auftritt war ich gesund. Ja. Ich war gesund, danach habe ich wieder gehustet. Ja. Adrenalin regelt immer. Ja, immer, Bruder. Es gibt nicht, ich habe nicht gut geschlafen, ich habe einen Kater, ich bin eigentlich krank. Ich weiß auch nicht, heute ist irgendwie so, halt die Fresse. Ja. Wenn ich höre, ich weiß nicht, ich bin heute irgendwie. Ja, du bist generell ein Lappen. Ja, ja, ja. Ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist, du bist Dicker, ein. Dicker, das ralle ich am wenigsten. Gibt's nicht. Und dann aber auch so. Mein Opa hat mal zu mir gesagt, wir haben auf Fußball, Opa war Fußballtrainer und so, er sagt, hat immer zu mir gesagt, wenn die andere Mannschaft das Spiel macht, dann sucht man keine Ausreden. Ja. So, dann liegt das an einem selber. Ja, natürlich. Ist immer man selber. Du bist immer man selber. Vor allen Dingen, wenn du, es gibt Abende, wo das Publikum wirklich komisch ist, dann macht aber keiner einen guten Auftritt. Ja, genau. Dann können alle Comedians sagen, alle, heute war. Oder keine Ahnung, in dem Raum sind 50 Grad, alle machen schon den hier so. Dann ist halt keine Energie da. Dann ist keine Energie da. Aber sobald einer rasiert und der Rest nicht, gibt's keine Ausrede. Das ist das. Und so. Dann finde ich aber auch krass, wenn man nicht rasiert, so nicht ehrlich zu sein. Ja. Weißt du, weil nur Idioten belügen sich selber. Belügt die ganze Welt. Vor allen Dingen, das ist ja so wie, keine Ahnung, so, da sind 100 Leute. Du rutschst so aus vor allen, alle sehen das und du sagst einfach so, ausgerutscht bin ich jetzt nicht. Ja. Dir ist schon klasse, dass alle gesehen haben. Ja, Mann. Also alle haben es ja gesehen. Ja. Wir haben das alle gesehen und gehört. Ja. Wie kannst du dann was anderes erzählen, was wir alle gesehen und gehört haben? Das muss ja dann ein Fehler im Kopf sein, nach dem Motto, also Maximum Verdrängung. Ja, ja, sowas mache ich nicht. Ist nicht passiert. Ich bin doch, was labern die? Das kann doch gar nicht sein. Ist, wie gesagt, also da gibt es in jedem, also Comedians auf der Bühne ist schon geil, aber Comedians in der freien Wildbahn oder im Backstage ist eigentlich noch. Das Allerwitzigste. Eigentlich könntest du 15 Bücher darüber schreiben. Ja, könnte man. Aber man will natürlich auch jetzt nicht unbedingt alle vom Bus werfen. Man will so, weil dann redet auch keiner mehr mit einer, ist so, das ist die Plaudertasche, pipapo. Ja, okay, ja. Aber jeder Comedian, also ich bin sicher, wenn viele Comedians werden das sehen und hören,
Ein paar werden sich angesprochen fühlen, auf jeden Fall. ein paar werden sich denken, ja, Mann, endlich sagt es mal jemand. Oder ein paar werden sich denken, scheiße, Alter, ich habe bestimmt schon ein paar Mal gesagt, heute ist irgendwie bei mir so. Ja, dann ist aber das ist ja nur meine Meinung. Ja, ja. So, keine Ahnung, wenn du ein ganz feinfühliger Mensch bist und die Sonne scheinen muss, bevor du auf die Bühne gehst, ja, dann ist es halt so. Ja. Aber ich bin so, Alter, das kann passieren, was will, Alter. Wie geht dieser Spruch aus England, can he play like that in a rainy night in Stoke? Ja, Mann, Alter, über was war es nochmal? Über wen ging das nochmal? War es Rooney? Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, ja, kann er das auch dienstagsabends, rainy night in wo? Also in Stoke oder sowas? Ja, irgend so eine ganz schlimmes Auswärtsspiel, ja. Genau. Und das muss halt, deswegen, und das dauert Jahre und deswegen, aber ich wusste, wie gesagt, ich wusste erst, okay, das ist, die Sachen sind safe gut, nicht nur in Großstädten, bei dem Publikum, wenn man damit wirklich einfach ein Publikum, beim Publikum rasiert, wo du vorher Schiss hast, wo du denkst, so, das ist genau das Gegenteil von den Leuten, vor denen ich eigentlich spielen möchte oder für die das geschrieben ist. Ja. Weil dann ist es einfach, dann ist es gut geschrieben. Dann ist es einfach für alle, so. Genau. Und das war immer so das, was ich wollte. Ich wollte nicht so, okay, ich möchte nur die oder ich möchte alle, die lachen wollen und die eine coole Zeit haben wollen, die sind herzlich willkommen. Ja. Nee, das bei mir zum Beispiel nicht. Weil ich will die Leute, die Bock auf diese böse Scheiße haben. Das ist halt nicht der Massenhumor. Ja. Also ich spiele ja auch, das ist nicht massentauglich und es ist nicht offensichtlich auch nicht fernsehtauglich oder irgendwas tauglich. also was die große Masse oder den Medienmarkt angeht. So. Ja. Aber ich finde das dann einfach geil, wenn ich dann trotzdem vor ein paar Leuten stehe und die genau auf diese böse Scheiße Bock haben, die sonst nirgendwo hören können. Dann ist das für mich auch. Ja, und vor allen Dingen, du bist ja auch immer selber dein größter Fan. Ne? Also, ja, safe. Wie soll jemand anders Fan von dir sein, wenn du dich nicht selber feierst? Also, du machst genau die Comedy. Also, ich würde mir die wünschen. Die du geil findest, ja. Ja, ich würde mir wünschen, also, ich würde mir wünschen, dass es so ein Comedian wie mich gibt, weil das ja genau mein Humor ist. So. Ja. Aber ein paar machen ja auch jetzt ohne Namen zu nennen, machen ja, wie gesagt, die haben eigentlich einen anderen Humor. Aber ich sehe so aus, ich wurde am Anfang vielleicht so ein bisschen reingedrückt oder das funktioniert. Deswegen mache ich das jetzt, aber eigentlich fühle ich das nicht zu 100%, weil ich auf der Bühne mache. Das würde ich nie machen. Ich könnte das gar nicht. Boah, ich kann nicht mal Werbung machen. Zeit lügen. Ich kann nicht mal Werbung machen für, nachgewiesenermaßen, nicht mal gut Werbung machen für Sachen, die ich nicht feier. Also ich hab teilweise so ein paar Negativrekorde aufgestellt für Werbedeals. Einfach, weil die meinten dann auch so, der ist zu authentisch, der kann nicht mal spielen, dass der das irgendwie gut findet. Die Leute merken das halt. Ja, ja, ja. So, deswegen, das. Ich könnte das auch nicht. Ich bin genau der, für den ich mir ein Ticket kaufen würde. Ja. So. Ich würde genau, also wenn es mich nochmal gibt, ich würde da hingehen gucken. Ja. Weil lohnt sich. So. Geil, Alter. So, das. Wir brauchen auch eigentlich gar nicht mehr. Gibt es noch irgendwelche Locations, die nicht ausverkauft sind eigentlich? Kiel? Ja. Kiel ist noch nicht ausverkauft. Borken ist noch nicht ausverkauft. Genau, Borken ist aber 700 von 1000, ist ja schon über dem. Ja, ja. Ja, ja. Ist schon viel. Und Fulda, glaube ich, sind auch noch irgendwie 20 Karten. Wer ist der Management gerade? MTS. MTS, wen machen die noch? Özcan. Özcan Kosa? Ja. Oh, nice. Özcan machen die noch. Atze? Okay. Hast du Atze schon mal, mit Atze schon mal gequatscht? Ja, Bruder, Atze ist schon. Atze ist Killer, ne? Atze ist geil. Also. Schon für mich so, das muss ich noch, meine Oma hat ja, ich bin ja mit RTL-Comedians groß geworden. Ne? Ich auch. Ich auch. So, und meine Oma hat immer alles Atze geguckt. Ja. So, und er ist Legende. Dicker, mit seinem Tanga und so eine Scheiße. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, ne, ich hatte Starstruck. Ich hatte bei keinem Starstruck, außer weil das war so in meine Kindheit zurückversetzt. Ja, voll. Du hast ihn im Fernsehen gesehen. Und dann mit seinen Locken und so und seinen Domani-Stiefeln und ich dachte mir, Alter, das ist einfach Atze Schröder. Ja. Ich habe auch nur ein Foto auf meinem Handy. Das mit ihm und das habe ich sofort meiner Mama geschickt. Okay. Und die hat es ausgedruckt und dann aufgehangen. Aber habt ihr dann so mal auch im Backstage so normal gequatscht? Ja, ja. Weil der ist so, wenn der hat seine Perücke nicht auf und so, das ist so, der ist einfach auch so ein Atze. Also der ist cool einfach. Einfach Maschine einfach. Ja, der ist wirklich eine Maschine. 100 Maschinen. Spielt eine Rolle auf der Bühne, die Rolle spielt der Bombe. Das ist jetzt natürlich, also das ist so, jeder hat ja so seine Hochphase und als das damals neu war, genau wie bei Mario Barth, da gab es so die erste kranke Fernseh-Comedy-Welle. Ja. Da hat der alles rasiert. Aber der spielt die Rolle ja so gut und lässt sich immer wieder neue Sachen einfallen oder kommt mit neuem Zeug auf die Bühne. Das, also eigentlich jemand, der so groß war, der ist schon oft so gewesen, dass der gar nicht mehr stattfindet. Ja. Weil es outdated ist. Ja, aber es gibt immer noch Leute, die sich den reinziehen. Ja. Der ist, wird immer so beschrieben, er ist ein guter Golf. Golf 1, Golf 2, Golf 3. Ich habe keine Ahnung von Autos. Ja, ja. So, wenn du einmal einen Golf hast und du liebst den, dann holst du immer wieder einen. Okay. Und er ist genauso. Ja. Und da muss man ja sagen, es hat ja immer einen gegeben, so, der die nächste Schallmauer irgendwie durchbrochen hat. Ne? Und bei ihm war er der Erste, der Arena gespielt hat.
Vor also, Mario Barth? Ja, ja. Und danach kam Mario. Und ach Mario so. Hat dann Stadion gespielt. Okay. Ach, krass. So war das ja. Das ging ja, es war, gab ja immer einen. Und dann jetzt kommt Felix und Felix spielt auf einmal Amerika-Deutsch. Ja. So, ja. Es gibt ja immer einen, der die nächste Schallmauer durchbricht. So. Wobei ich eigentlich auch sagen würde, zwar nicht von den Zahlen her, aber ich würde sagen, Felix hat trotzdem auch eine Schallmauer durchbrochen, weil der nochmal Massen an Menschen geholt hat, die Comedy eigentlich mal nicht cool ja. fanden. Ja, ja, das stimmt. Weißt ja. du, also die 16.000, die bei dem sitzen, da kauft sich niemand ein Ticket für Mario Barth. Das ist eine ja, ganz ja. neue Generation. Genau, das und für das, was der macht auch, ja. oder was der darstellt, sind 16.000 wie Mario Barth Stadion eigentlich ja, auch. Ja. Das ist schon, das er hat ist schon, da schon Freshness reingebracht. So. Ja, der hat die richtigen Leute, also natürlich Rebell-Comedy auch Pioniersarbeit safe, geleistet. Ja, 100%. Safe, weil die haben die ganzen Kennex mit ja. zurückgeholt. Die waren die ersten Disco-Comedians, wo du ja, so ja. auch mal so coole Stories gehört ja. hast. So. Deswegen, das darf man auf jeden also Fall nicht vergessen. Immer ganz viele Vorreiter, ja. so bevor irgendwas entstanden durch die Decke geht, ja. ja. Aber wir sind jetzt in einem unfassbar geilen Comedy-Zeitpunkt gerade, ne? Ja, ja. Mit den ganzen Open Mics. Und ich weiß noch, überleg mal, weil ich bin ja jetzt selber nicht irgendwie Michael Mittermeier alt. Ich bin jetzt 41 geworden und habe vor 10 Jahren, bin ich ja auf die Idee gekommen, das zu machen. Mhm. Und ich weiß noch, dass mein Gedanke war, ich kann ja nur den Quatsch Comedy Club anschreiben, weil sonst gibt's ja in Deutschland nichts. Das ist ganz unfassbar. Und das habe ich gemacht. Alter. Und Talentschmiede, was heute Hotshot heißt, und da dann 2 Jahre später, nachdem ich schon so bezahlte Auftritte hatte und Nightwash gemacht habe, meinte dann so eine Comedy-Kollegin, wo testest du? Und dann meinte ich so, wie testen? Zu Hause, dann gehe ich auf die Bühne und werde dafür bezahlt. Meinte die, ja, nee, du musst Open Mics machen. Und dann gab es Shabby Comedy, was heute der Mad Monkey Room mit 2 Etagen ist und Monopol, ja. pipapo. Das ist mittlerweile ja der 3. Laden, den die haben. Aber in der ersten Version stand ich ja auf dieser Europalette vor 12 Leuten. Krass. Und der Philipp Uckel, dem heute das alles gehört oder ja. der das alles gemacht hat, der hat sich damals gedacht, ja, also wäre schon cool, wenn es außerhalb von der Scheinbar, wo Leute halt jonglieren, wenn es da wenigstens ein Open Mic geben würde. Und das war das ja. Und das war so das Umfeld damals. Und ich denke mir jetzt so, sind das jetzt so Weltkriegsgeschichten, die ich erzähle? Aber ich denke mir so, nee, es ist schon länger her, aber in den 7 Jahren danach, also bis vor Corona, sind ja Open Mics und du kannst ja jetzt... Ohne Ende, du kannst überall spielen. Allein, dass du anfängst und einfach nach, dass du irgendwann nach Hamburg kannst und da, dass du 20 Auftritte, in, ja. nicht in Berlin, sondern in Hamburg machen kannst, ja. die auch noch besucht sind, geile Quali, gute Location, das muss ja alles aufbauen. Ja, ja, ja. Das ist jetzt das Surrounding. Ja, das ist unfassbar. Das ist krank. Ich habe mal zum Kollegen gesagt, ich habe das Gefühl, kennst du noch die Deutschrap-Zeit, wo auf einmal jeder Mikro hatte und auf einmal Deutschrapper war? Anfang der 2000er meinst ja, du? Ja. Wo dann so nee, nicht wo Qualität noch okay war, ja. sondern wo auf einmal jeder mit Eno, Meno und Ene, Meno. Achso, du meinst hier halt. Insta-Rapper kam, so. Ja klar. Spotify, Insta, ja. Genau, ich glaube, das ist jetzt gerade mit Comedy. Das ist zum Glück und leider auch das mit Comedy gerade, ja. Ja, weil jeder Fragen stellen kann. Auf einmal ist ja, wie geht's, ist ja auf einmal Punchline. Ja, ja, voll. Also das ist geniales Crowdwork und damit, das muss man jeden Tag posten und dann zieht man es hoch. Wie gesagt, dann nehme ich natürlich Mariano Osa mit raus, weil die machen auch dementsprechende Shows. Ja. Aber es ist schon, also ich glaube, ich habe vielleicht in den letzten 4 Jahren, sagen wir mal, vielleicht so 10 bis 20 Crowdwork-Videos hochgeladen, wo ich der Meinung bin, okay, die gibt's sonst nicht. Ja. Das ist meine Art. Ja. Das ist mehr oder weniger Publikum beleidigen und das ist, ich find's lustig, es ist ja. nice. So. Aber auf Masse halt gehen, ist nicht, obwohl der Erfolg ja manchen recht gibt, ist aber auch nicht. Und das ist halt das Problem, dass jetzt viele denken, ich gehe zu einer Comedy-Show und werde erstmal was gefragt. Genau. Ja, wirst du aber nicht. Ja. Du bezahlst, du wirst unterhalten ja. und dann gehst du wieder nach Hause, kannst danach noch zum Merchstand gehen von Toni Bauer, dir dann ein schönes T-Shirt holen. Oder 50% bei mir. Oder bei mir. Oder bei mir. Und genau, das ist Comedy. Und wenn der dich am Anfang, wenn der Opener macht oder mal fragt, wo jemand herkommt und so, dann ist das geil. Ja. Aber so 5 Minuten Warm-up, Hammer. So, und danach soll es auch, also finde ich, soll genau, es halt auch um. Dann ist es bitteschön Programm. Ja, Mann. Weil stell mal vor, ich zahle so 50 Euro oder 30 Euro für so eine Karte, ne? Und dann redet der mit mir und alles, was ich sage, ist witzig. Ja. Und gar nicht das, was der auf der Bühne sagt. Das und der redet nicht nur mit dir, sondern der redet einfach auch. Mit, ja, okay. Ja, ich will doch nicht. Ja, mich juckt auch nicht, ehrlich. So. Ja, dann ist die Elke jetzt Zahnärztin. Ja. Und dann verknüpfst du jetzt das Zahnärztin mit, weil vorne einer komisch gelacht hat und du machst dann so einen Verbindungsjoke. Ja. Ja, ja, genau. So, und das ist mir auch schon mal passiert, ne? Tatsächlich. Wie? Ich habe Crowdwork gemacht, also nur Warm-up, ne? Mhm. So, hey, so, bla, bla, ich bin der, die ersten 5 Minuten lerne ich immer gern kennen, wer so bei. Komm mal zum Programm.
Original, erste, so, ja, ich habe bezahlt. Ja, okay, cool so. Ich weiß, du bist nicht kostenlos hier, ja. Aber ich würde gern mich austauschen. So. Nix Austausch, Programm. Okay. Dann war klar auch, Messe gelesen, Alter. Mhm. Dann war Programm, Digga. Ja, aber dann hast du ein Programm. Ja, aber ein Glück. Ja, ja. Ein Glück. Super. Dann hab ich sofort andere Leute gehabt, müssten sagen, okay, wir sind gerade 5 Minuten drin. Programm habe ich nur 45 Minuten. Jo, wie machen wir das jetzt? Die würden dann schwimmen. Ja, okay, da hat sie dann. Weil die nicht genug Programm haben. Weil bei manchen ist ja Solo auch 40 Minuten Crowdwork mit einbegriffen. Nein. Und dann weniger Material. Echt so? Mhm. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist so, Schreiben, ne? Du weißt eigentlich, ja, was meinst du? Schreiben macht mir richtig Spaß. Mhm. Ich liebe das zu schreiben. Ja. Wie kann man nicht schreiben wollen? Es ist Bequemlichkeit natürlich, es ist super, es ist leicht, Crowdwork ist super leicht, gut, sehr gutes Crowdwork auf Ami-Level ist schwierig. Super schwer. So, das ist crazy, aber das kann hier keiner. Ja. Deswegen, es ist Bequemlichkeit, es ist leicht verdientes Geld, es ist, ich weiß nicht, aber das ist halt so, du bist dann halt Teilzeit-Comedian. Ja. So. Also, wenn ich einen Abend, ich weiß noch, bei der ersten Tour auch, mein Ding war so, ja, okay, hier ist ausverkauft, sind ein paar hundert Leute. Ich mache mir Druck, weil ich bin das abendfüllende Programm. Genau, ja. So, dann habe ich nicht dahin zu gehen und länger als 10 Minuten, wenn es Weltklasse ist. Ja. 10 Minuten, wenn Bartsch und Ruhe und oh mein Gott, kommt einer auf den anderen, ja. So, Flow dann mach. Ja. Aber nicht, wenn vorher schon feststeht, okay, jetzt werden eine halbe Stunde hier Fragen gestellt. Ja. Ich bin das abendfüllende Programm, die haben gezahlt, die haben sich gedacht, okay, wir haben jetzt einen Babysitter, soll ich das anziehen? Ja, Mann. Ach, bist du schon fertig, hast du die Karten? Alles klar, wir fahren dahin, so, da sind wir jetzt, da ist dann so Leuchtreklame und so, dann sehen die einen so, okay, geil. Mann. Und dann ist so, ja, und du heißt? Ja, mein Herz wird brechen, Digga. So. Die teilweise sind ja die Karten am Kühlschrank, ein Jahr. Ja. Die freuen sich da richtig drauf. Und ich freue mich genauso drauf. Ja. Und ich denke mir dann auch so, ich hatte zum Beispiel bei der letzten Tour, habe ich ein paar Minuten zu viel gespielt. Ich habe zu viel Material gehabt. Ja. Am Ende waren die Leute ein bisschen weniger Energie, weil es halt, also es war immer noch super, aber es war einfach, habe ich jetzt auch gemerkt, es war so 70, 80 Minuten reichen auch. Ja, ja. Ich hatte halt ein bisschen mehr, weil ich war so, nee Mann, ich muss jetzt hier 2 Stunden voll machen und kein Opener auch. Ja, okay. Ja. Genau, ist ja immer ohne Opener und dann, aber das ist auch jetzt, bin ich wieder neues, habe ich neues Material geschrieben, mir fehlen noch so 20, 30 Minuten, die kriege ich bis Dezember auch noch hin und ich freue mich davor. Das ist das Geilste. Das ist so geil. Seine Erfahrung, Erlebnisse, alles, was jemandem mitzuteilen. Die Gedanken und derjenige sagt geil. Ja. Ist doch das Beste. Das ist das Beste, vor allen Dingen, wenn du denkst so, also keine Ahnung, du siehst irgendwas, denkst dir so, also stimmt, dann notierst du dir sowas, dann setzt du dich hin, gehst das Handy durch, denkst du so, daraus mache ich vielleicht was aus, Viertelstunde, 20 Minuten später, dann gehst du das so einmal durch, okay, wie würde ich das sagen, schreibst du auf, gehst auf den Open Mic das erste Mal und merkst so, crazy, der Gedanke, der ich mir gerade gemacht habe, die verstehen den, die feiern den, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ja. Und das war erstmal der erste Auftritt, ich kann ja noch voll dran rumbasteln, das ist ja noch gar nicht Silbe für Silbe, so, oh mein Gott, so das schön. Das ist das Beste. Ja. Ich liebe das so. Deshalb spiele ich das auch so gern. Wenn ich in Hamburg bin, dann spiele ich jeden Tag und dann höre ich mir alle am Abend, ich liebe das. Das machst du noch? Ja, ich höre mir alle Sprachnotizen an und höre mein Delay. Wo keiner lacht, das verändere ich. Ja. Wenn dann beim zweiten Mal keiner lacht, kommt es raus. Wie ist denn dein Gefühl? Manchmal brauche ich noch Voicemails und manchmal weiß ich. Ich weiß auch immer. Ja. Ich weiß immer, aber es ist so Doppelmoppel, einmal checken. Mhm. Ist es wirklich so? Ja. Weil bei manchen Sachen, wie du schon sagst, du kommst von der Bühne, du weißt. Mh. Ja. Aber gleichzeitig ist auch, ich weiß nicht, wie bei dir ist, meine Erfahrung war so, die Shows, ne? Ja. Wo du denkst so, heute, boah, das war schwer, Arbeit. Ja. War richtig schwer. Ich musste, Energie war nicht da. Ich musste auch Tempo rausnehmen. Es war nicht so Katapultlacher, sondern es waren normale 99% davon kommen die Leute zu dir und sagen, was für ein Abend. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn du denkst, boah, heute jede Silbe, ich habe auseinandergenommen, alles. Es waren nur Lacher, unfassbare Lacher, kommen in den meisten Fällen 2 Leute und sagen, aber ja, gut. Aber das ist, weil viele sich auch denken, okay, war offensichtlich halt rasiert, muss ich mir jetzt nicht nochmal sagen. Ja. Und wahrscheinlich auch dieses, okay, wir haben gesehen, der ist fokussiert, der
Crowd, viele Leute sind ja auch feinfühlig, obwohl die keine Ahnung von Comedy haben. Ja. Du merkst ja trotzdem, was überall passiert. Und dann merken die, okay, das war nicht einfach für den, aber er hat es gut gemacht und das würde ich ihm gerne sagen. Okay. Ich glaube, deswegen verschiebt sich das auch so ein bisschen. Ja. Aber ich glaube, guck mal, jeder UFC-Kämpfer weiß am Ende des Kampfs. Ja. So, und jeder Comedian weiß, wenn er von der Bühne kommt. Ja. Was die anderen Leute sagen, oder manche Leute haben, wie gesagt, haben wir vorhin schon besprochen, eine verzerrte Wahrnehmung, aber eigentlich weißt du immer. Ja. Weil du hast ja, also in deinem Fall ja auch, du hast jetzt auch schon, weiß nicht, lass es in 2 Jahren bestimmt so 200-300 Auftritte gemacht. Ja. Dann, da hast du so, dann weißt du, was das Beste ist, was du jemals gespielt hast, und du weißt, was der schlimmste Abend war. Ja. Und dann solltest du es einschätzen können. Ja. So. Aber auch nur, wenn du schon mal im ganzen deutschsprachigen Raum von der Kneipe bis zu 1000 alles mal gezockt, alles mal durchgemacht hast. Ja. Weil dann kannst du es besser einschätzen. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Bei mir ist immer noch so, dass ich sage, Samuel, bevor ich sage, das Safe Safe, das kommt in mein Solo, spiele ich Komische Nacht. Ja. Komische Nacht, Deka. Kannst du an den Leuten einmal erklären, was Komische Nacht ist? Komische Nacht. Ich möchte sagen, wer bei Komische Nacht, wer da in jeder Station abreißt, ja, da kannst du überall mit hin. Dann gewinnst du alles. Dann kannst du überall mit hin, ja. Komische Nacht ist ein Comedy-Format, Alter. Du treffst dich in irgendeinem Dorf. Meistens ist das irgendwie Süßen oder so eine Scheiße. Irgendwo. Hast du nie gehört, musst du googeln. Ehrlich, ja. Du gibst auch nix. Da gibt's da, wie viel? 6 Kneipen, 7 Kneipen, Alter? Ja, 5, 6 Locations. 5, 6 Locations sind meistens so Kneipen. Da Kneipen, haben Restaurants, Shisha-Bars. Das ist alles querbeet. Da siehst du auch, ist einfach so ein Querschnitt von Deutschland, würde ich sagen. Ist alles da, was es gibt. Und du hast immer 20 Minuten Zeit, auf der Bühne Gas zu geben, so. Und dich sagt keiner an. Du musst auch noch für dich selbst eröffnen, 20 Minuten abreißen, dann ist vorbei, du gehst zur nächsten Location und es fängt gerade warm, wo du davon erzählst auch, Das ist, also für alle, die Comedy machen, die das gucken, macht das beste Training der Welt. Ja, und für die Comedians, die sich wirklich für krass lustig halten und denken so, warum bin ich noch hier, warum bin ich noch nicht da? Macht es. Geht komische Nacht, fahrt zur komischen Nacht, macht da in jeder Location einen guten Auftritt und so, dann greift nach den Sternen auf jeden Fall. Weil das ist ich hatte so schlimme Abende dort. Wie nicht? Alter. Also wie auch nicht. Das war... Also, das ist... Cool. Ich weiß schon nicht mehr, wie das Dorf hieß, aber es war die erste Location war am Hauptbahnhof von diesem Ort in der Bahnhofskneipe. Hab das Publikum gesehen, dachte mir so, ja Mann, die fick ich weg. Und ich hab die weggefickt. Und dann dachte ich mir so, komische Nacht, was soll mir hier passieren? Ja. Ist passiert. So, nächste Station, Restaurant. Auf einmal reiche Leute, die so ein Steak vor sich, Steak vor sich haben. Ich komme da rein mit den Eiern von der Bahnhofskneipe. Ich sage, okay, nach 2 Minuten. Das ist hier eine andere Nummer. Ja. So, durchgeschlängelt. Dann kommst du auf einmal in eine Shisha-Bar. Du hörst da hinten so. Ja, die ganze Zeit, Bruder. Hast du nochmal Kohle? Ja. Und dann pusten in Luft, als wäre es Silent Hill, Digga. Alter, das ist... Aber das ist das, also erstmal sind wir uns, glaube ich, einig, Comedy ist das Schwierigste, was du als Performance machen kannst. Es ist 100%. Das Geilste, wenn es klappt. Die Landschaft momentan ist geil. Es gibt genug Comedians, es gibt für jeden was. Ja. Geht live dahin. Ja. Die Begleitung, mit der ich in London da war, die meinte so, ich habe noch nie von diesem Club gehört. Ich war mit der da, die meinte so, wie krass ist das? Weil ich habe ja noch so ein paar Sachen erzählt und Fragen gestellt und so, die war voll dabei. Und die meint so, das kann man ja immer machen. Ja. Ich so, ja, das wissen aber viele Leute nicht. Du kannst das, also jeder muss mal live bei Comedy gewesen sein. Ja. Open Mic, Mixshow, live ist krank, ist live ist geil. Und es ist einfach auch, es ist ein geiles Date, es ist geil für einen langweiligen Abend, es kostet nicht viel und du hast immer was zu lästern oder zu lachen. Ja. Ist Maximum Unterhaltung, deswegen also. Das ist also das Beste überhaupt. Ja. So nicht nur auf der Bühne zu stehen, sondern sich das auch reinzuziehen. Ja, auch Teil davon zu sein. Ja. So, deswegen. Ich würd sagen, kauft euch Tickets für Toni Bauer. Also wenn ihr in Fulda seid oder in Borken, ne? Ja, Borken war das. Und Kiel. Und Kiel. Also Fulda, Borken und Kiel. Dann müsst ihr noch für Toni Bauer auf jeden Fall Tickets holen. Ich habe den Mann gesehen. Der hat auf jeden Fall von mir Approval. Geht da auf jeden Fall hin. Danke. Es ist nicht böse, aber es ist gut. Es ist wirklich gut und ihr habt ihn ja jetzt kennengelernt, da kann man nichts falsch machen auf jeden Fall, bei dir zu einer Show zu gehen. Und ich werde mich auf jeden Fall auch irgendwo wahrscheinlich da mal blicken lassen. Wäre nicht, Alter. Ich würde auch dein Feedback würde ich gerne machen. 100%. Ich ziehe mir das gerne mal rein. Ja, Mann. Toni, Alter, so schön, dass du da warst, Alter. Hey, danke dir, Alter. Danke dir vielmals. Gestern war der letzte Sommertag einfach des Jahres, ne? Lava. Ja, gestern waren bei uns 30 Grad. Ja, aber nächste Woche sind 24, 25 mit Sonne. Ja? Kommt nochmal? Kommt nochmal? Ja, ich glaube, okay. Wir haben ganz schön Herbst. Wie war bei euch im Pott? Boah, ich war ja in Hamburg. Ja, aber du hast ja die letzten Monate warst ja trotzdem. Oder warst du nur unterwegs? Nur unterwegs. Okay. Ich war in Österreich.
Wo warst du da? Ich bin wandern gewesen. Ich war ja noch nie im Urlaub. Ich war zum ersten Mal im Urlaub. Okay. Ich habe so ausgecheckt, ist Wandern was für mich oder Strand? Und dann war ich wandern und Fahrradfahren durch die Berge in Österreich. Das ist voll. War anstrengend, aber geil. Aber da jemand mit deiner Story muss doch ganz klar erstmal für Liegen entscheiden, oder nicht? Nee, ich fand auch Paragliden richtig interessant. Hast du gemacht? Ja, war ich auch Paragliden, so geisteskrank, Alter. Und danach keine Angst gehabt? Gar keine. Ach, was soll passieren, Digga? Bruder, ich habe dreimal gegen Tod gekämpft. Was soll passieren jetzt? Ja, aber es wäre ein scheiß Tod kurz vor der Tour. Paragliden hätte ich erst nach der Tour gemacht, glaube ich. Ja, jetzt bin ich durch. Ja, okay. War geil. Ich durfte selber lenken und so. Das war schon krass. Und danach war ich auf Mallorca, einfach Strand ein bisschen. Wo denn da? Cara de Sol. Cala de Sol. Ja, da. Okay, oder Calador. Ja, Calador. Calador. Okay, das ist nicht weit entfernt von Calaratiada. Also Mallorca ist ja, ja. Meine dritte Heimat so. Labere. Da habe ich so 5 Sommer gearbeitet. Und, schwör, geil. Ja, ich war diesen Sommer auch das erste Mal mit meiner Tochter alleine da. Geil. Urlaub machen, so schön. Das ist auch unnormal, ne? Ja. Also weil die Leute denken halt so, Mallorca, Ballermann. Nee, ja. Das ist einfach das eine Straße auf einer ganzen Insel. Ja. So, safe. Das war richtig. Ich habe mir Auto gemietet und dann bin ich einfach Küste entlang gefahren. Und wenn ich keinen Bock mehr hatte, habe ich stehen lassen. Warst du alleine? Ja, ja. Ach, krass. Ja, ganz alleine. Okay, das ging alleine oder was? Ja, ab und zu bin ich auch allein gern. So. Also okay. Das war schon. Wie sieht es aus mit Freundin, Frau, Kindern? Ich wurde verlassen. Du wurdest wirklich verlassen? Ja, Mann. Ernsthaft jetzt? Das kann nicht der Joke, es war. Ja. Per WhatsApp. Aber wann? Alter. Letztes Jahr. Vor deinem Durchbruch? Ja, Mann. Wie dumm ist das denn? Ja, Bruder, was soll ich dir sagen? Aber das ist ja dümmste Timing ever. Ja. Von ihr. Oder wurdest du schon so ekelhaft, weil du den Fame gerochen hast? Ist schon arrogant geworden? Nee, eigentlich nicht. Nee? Eigentlich war ich war nur unterwegs halt viel. Okay. Damit der Durchbruch halt kommt. Und das war für sie dann nicht. Aber wie lange wart ihr zusammen? 9 Jahre. Nicht dein Ernst? Ja, Mann. 9 Jahre. Die hat alles mitgemacht. Ja, ja. Und dann, wo es jetzt läuft, ja. Das heißt, es muss an dir liegen. Nein, Bruder. Sie hatte Borderline. Und ich war nicht da, um sie mit ihr diese schwere Zeit durchzugehen. Das ist auch Comedy des Grauens, Alter. Du mit deiner Story, du hast noch eine Freundin mit Borderline, Alter. Das ist doch Pulverfass. Das ist ja ein Pulverfass, Alter. Crazy, Alter. Scheiße, das tut mir leid, Alter. 9 Jahre, aber nicht wirklich per WhatsApp. Ja, ja. Vor besten Comedian Deutschlands. Was steht denn dann da drin? Steht da aber wenigstens sowas wie viel Glück auf deinem Weg oder was? Ja, es war schon schön. Ja. Es war schön geschrieben. Also nicht mit Hass auseinander? Nicht mit Hass, nein. Okay. Nein. Und schön geschrieben, aber am Ende dann, ich kann nicht mehr, deshalb ziehe ich den Schlussstrich. Und dann, hier ist für euch, Toni Bauer. Und ich gehe auf Bühne. Crazy. Aufzeichnung, ne? Fernsehen, Bruder. Das war in der Location hat ihr das geschrieben? Das war unmittelbar von der Aufzeichnung? Ja. Und du gehst auf die Bühne, hey. Ja, genau so. Ja, wie gesagt, in jeder Tragödie liegt was Lustiges, ist neues Material. Ja, wahrscheinlich, gehe ich fest von aus. Ja, das Witzige ist halt, die studiert Kommunikationswissenschaften. Ja, gut, das ist Punchline direkt. Kannst du noch schön vorerfahren. Rate mal, was sie studiert hat. Richtig, Kommunikationswissenschaften. Patsch, okay. Das war schon. Krankheit. Und jetzt halt Single, aber ich weiß gar nicht, wie das geht, Bruder. Ich war ja 9 Jahre in der Beziehung, seit ich Kind bin eigentlich. Ja. Ich habe gar keinen Plan, wie man Single ist, Bruder. Du hast den richtigen. Komm du mal nach Berlin. Komm du mal nach Berlin auf jeden Fall. Komm. Aber warte mal ganz kurz. Du bist, also ich nehme jetzt schon mal die YouTube-Kommentare vorweg. Ja. 9 Jahre in der Beziehung, kurz vorm Durchbruch, finanziell erfolgreich, was im Kopf, kann reden, sieht sweet aus, war bei Let's Dance, 92% Frauen auf Insta. Man muss sich keine Sorgen um dich machen. Wenn einer Connections zu Durex hat, es geht alles nach Marxloh, bitte. Es geht alles nach Marxloh. Der Mann bumst jetzt richtig. Ist das geil, Alter. Crazy Timing, Alter. Das ist krass, ne? Hart, Alter. Ja, Mann. Wann geht die Tour? Die geht nächsten Monat schon los, ne? 24. Oktober. Okay, 24. Oktober. Ja, das sind noch anderthalb Monate. Anderthalb, was machst du jetzt hier in Berlin noch? Ich spiele noch hier so ein paar Nightwash-Klamotten. Heute so auch? Wühlmäuse, dann ist Magdeburg irgendwas. Was machst du heute? Heute ist gar nichts mehr. Heute ist chillen, Alter. Ich muss noch schreiben ein bisschen. Hast du keinen Bock auch? Boah, gar keinen, Bruder. Ich war 10 Tage, Bruder. Okay. 21 Mal. Okay. Ich bin heute noch bei Madonna Comedy, das ist auch nice. Vom Kalle. Ah. Also heute ist Downstairs auf jeden Fall. Die haben auch eine Show. Dann ist noch Z-Bar. Also du kennst bestimmt irgendwann, aber wenn du keinen Bock hast, dann. Bruder, ich gehe heute entspannt was essen. Ich habe ein schönes Hotel. Ich lege mich hier. Wo bist du? Kommt erst in 2 Wochen raus. Boah, wo bin ich? Oh, der Mann hat so viel Geld, Alter. Der weiß mittlerweile nicht. Ich habe auf jeden Fall was, wo ich so, so mit diese Badewanne mit Blubberblasen. Im Whirlpool? Ja, das im Zimmer. Okay. Vielleicht weiß ich auch doch, warum du Single bist. Badewanne mit Blubberblasen.
Mir ist dein Name entfallen. Du bist ein Fernsehstar, Alter. Das ist ein Whirlpool. Ja, ich wusste nicht, wie das heißt. Tut mir leid. Ja, Toni, du musst dich auch mal langsam mit deinem Status entsprechend verhalten. Ja, okay, es tut mir leid. Nase hoch, Sonnenbrille in geschlossenen Räumen. So. Eigentlich schon, ne? Ja. Eigentlich sollte ich. Also ein bisschen arroganter geht ruhig, ne? Weil von der Optik her ist, du brauchst nur, also das, du musst auch deine Optik entsprechend. Ja. Weniger lachen, Sonnenbrille. Ja, schon, ne? Also Ring, die ganze Tätowierung, voll viel Tätowierung, ne? Ja, Mann. Ist das alles so bedeutungsschwangere Scheiß? Ich bin ja voll der Tattoo. Nee, manche sind einfach cool. Ja. Willst du mein Bein mal sehen? Hier ist nur Scheiß drauf. Ja, wie du schon sagst, ey. Das ist einfach Fred und so. Wer ist Fred? Keine Ahnung, Mann, den habe ich einfach gemalt. Aber zumindest meine Lieblingszahl ist hier drauf. Also meine zweite Lieblingszahl, 47. Warum 47? Duisburg, Bruder, 47. Ah, ist? Ja, okay. Ja. Ja. Ich bin am 4.7. geboren. Ich glaube, deswegen wurde das so. Aber 13 ist eigentlich meine Zahl. Hast du irgendwo die 13 auch? Nee, 13 habe ich nicht, Alter. Was doch, hier. Was ist das für ein Psalm? Ja, Philippa 4.13. Was ist das? Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Ja, ich finde, jetzt sollten wir den Podcast auch machen. Bis gerade war ich sympathisch. Bevor das komplett eskaliert, Toni. Das war mir eine wahre Freude, Alter. Danke dir, Alter. Hat mega Bock gemacht, Mann. Killer.